Hallo und herzlich willkommen zur 225. Ausgabe der satanischen Medienagenda, die Folge Nummer 7 über James Dean, dem absoluten amerikanischen Jugendidol des 20. Jahrhunderts. Und über ihn haben wir schon 6 etwas längere Sendungen gemacht und jetzt kündige ich direkt an, kommt auch eine sehr, sehr lange Sendung, wo wir ja wirklich eine ganze Menge Resümee reinpacken und eine ganze Menge Quellen reinpacken, eine ganze Menge Dinge hoffentlich auch aufdecken, denn die Sendung heißt nicht umsonst Satanische Medienagenda und er, der jetzt hier rechts noch grinst, ist 24 Jahre nur auf dieser Welt gewesen und dafür massiv manipuliert und gebraucht worden. Und wie das alles geht und mit wem das alles gegangen hat und wer da alles mit zu tun hat, da lade ich euch jetzt ein, mit auf die Reise zu kommen in die Welt von James Dean. Die Einladung gilt ganz besonders für meinen Co-Produzenten und dem geduldigen Zuhörer und Kommentator, dem Jörg aus Belgien, der mich immer hier ganz, ganz freundlich und tatkräftig unterstützt. Vielen Dank dafür und moin, moin. Ja, Michael, moin, moin. Wenn zwei Brüder in Christus zusammenarbeiten, dann sind die Früchte doch immer viel besser, als wenn man das alles alleine machen muss, weil man kann auch hier und da sich mal auf jemanden verlassen. Manchmal, wenn man sich auf solche Brüder in Christus verlässt, ist man auch verlassen. Ich habe da ein wunderbares Beispiel für, aber das erwähne ich jetzt hier nicht namentlich. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist, der immer Versprechungen macht, du kriegst dann und dann von mir zu hören. Gut. Auf jeden Fall, ich kann ja nicht viel dazu beitragen, weil du machst ja die ganze Vorbereitungsarbeit, diese ganzen Skripte. Ich kenne die Skripts niemals, bevor du sie hier veröffentlichst in der Serie. Das heißt, ich bin genauso baff wie die Zuschauer manchmal über manche Dinge, die du hier veröffentlichst. Aber das Wunderbare ist, das haben wir schon öfter gemerkt, in diesen 224 vorangegangenen Sendungen, dass wir wirklich vom selben Geist getragen werden in die Wahrheit, weil ich teilweise deine Sätze vervollständige oder Gedanken, die du hast, bereits ausspreche oder Dinge vorwegnehme, die du ein paar Seiten weiter im Skript drin hast. Das ist immer das Schöne, wenn man so zusammenarbeitet. Und wir arbeiten zusammen im Namen des Herrn Jesus Christus mit seinem Heiligen Geist dafür, um andere Leute von dieser Täuschung in dieser Welt zu warnen. Es gibt noch viele andere Täuschungen in dieser Welt. Es gibt noch viel wichtigere Täuschungen als die satanische Medienagenda. Aber wenn man sich schon mal bewusst davon ist, dass in den Medien in dieser Welt nichts, aber auch gar nichts zu glauben ist, wenn man das weiß, dann kann man sein Leben schon mal ganz anders ausrichten. Ja? Und das ist ganz besonders in Bezug auf die Jahre, in denen wir im Augenblick leben. 2020, wo wir sehr viele Sendungen von der satanischen Medienagenda gemacht haben. 2021, in dem Jahr, in dem wir uns jetzt befinden und wo wir diese Serie wohl zum Abschluss bringen. Gerade in dieser Zeit wird die Welt von den Medien so an der Nase herumgeführt, dass die Kenntnis über diese satanischen Medienagenda euch wirklich helfen kann, unterscheiden zu können zwischen Wahrheit und Lüge, euch wirklich helfen kann, nicht auf jede gepfiffene Parole mit aufzuspringen. Das ist zumindest Michael seine Hoffnung, das ist meine Hoffnung und Michael und ich hoffen auch alle beide, dass ein Video hochladen auf YouTube kostet nichts. Leute, verteilt diese Videos doch mal. Wenn ihr diese Videos schaut und ihr habt selber keinen Inhalt auf euren Kanälen, was kostet euch das denn bitte schön? Außer vielleicht eine SMS mal zu empfangen oder zu senden zur Bestätigung eures Google-Accounts, um auch einen YouTube-Kanal zu bestätigen, der Videos länger als 15 Minuten hochladen kann und diese Videos hochzuladen, wenn ihr dahinter steht. Ich habe das so oft auf meinem Kanal, dass Leute sagen von, ich stehe dahinter, was du sagst, aber ihre Kanäle sind immer leer. Da kriege ich, ganz ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt immer ganz ehrlich, so wie es mir auf dem Magen liegt, da kriege ich das Kotzen von, ja. Das sind keine Früchte tragen und wir wollen, dass die Dinge Früchte tragen. Wir wollen, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Wir wollen, dass es Früchte trägt bei euch und dass ihr auch die Möglichkeit habt, die Dinge hochzuladen. Und in letzter Zeit werden bei mir sehr viele Videos und bei Michael wohl auch von YouTube gelöscht, zensiert. Man kann inzwischen das Wort Inquisition nicht einmal mehr als Hashtag bei seinen Videos mit eingeben. Man muss sich das mal vorstellen. Ihr kennt doch diese drei Hashtags, die man unter dem Videobild auf der Videoseite von YouTube hat. Da kann ich das Wort Inquisition nicht mehr eingeben. Habe ich diese Woche gemerkt. Habe darüber ein Video auf BitChute hochgeladen. Da könnt ihr das sehen. Unglaublich. Das ist die Zensur, die voranschreitet. Die Medien wollen diese Wahrheit nicht, dass sie rauskommt. Wir schreien sie trotzdem raus, wir brüllen sie von den Dächern und wir fragen eure Unterstützung, auch in der Hinsicht, dass ihr auch diese Dinge wieder hochladet.
So, Michael, jetzt habe ich dir 5 Minuten geklaut, jetzt geht die Sendung 109 Minuten, aber das musste ich mir mal von der Seele reden. Bitte schön. Mich macht diese Geschichte mit James Dean sehr, sehr traurig. Mich macht diese Geschichte deswegen traurig, weil wenn man sich da tief reinsteigert, sind da eigentlich nur Verlierer drin. Und einer der größten Verlierer, den wir da haben, mit dem haben wir letzte Folge aufgehört, und das ist Rolf Wüterich. Ich mache noch ein bisschen Rekapitulation, damit man vielleicht wieder so nahtlos an die letzte Sendung anschließen kann. Es ging darum, dass wir in der letzten Sendung seinen Sohn zu Wort haben kommen lassen, hier in einem Zeitungsinterview, was er dann hoffentlich auch so gesagt hat, was so abgedruckt worden ist. Und er hat gesagt, er war ein Talent als Mechaniker und Rennfahrer und war für Motoren geboren. Er war ein gesegneter Mechaniker. Und der war einfach mit der beste Mechaniker, den man sich vorstellen konnte. Der war mit Leib und Seele dabei sozusagen. Ein Riesentalent, hatte Fleiß. Und alle Freunde von Rolf Wüterich haben immer gesagt, dass es einen Rolf vor dem Unfall und einen Rolf nach dem Unfall mit James Dean gab. Nach dem Unfall wurde dieser Mensch von einem Teil der Dean-Fans gehasst und sogar verprügelt. Und da habe ich letzte Woche schon mal darauf hingewiesen und ich werde nicht müde, dann noch mal darauf hinzuweisen, wie fanatisch und völlig enthemmt und ja, gewalttätig Menschen werden, wenn es um ihre Idole geht. Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es einige, die diese Serie überhaupt nicht gut finden. Aber ich weiß, dass durch diese satanische Musik- und Medienagenda, die wir jetzt ja schon seit anderthalb Jahren machen, einige Menschen wirklich zur Bibel gekommen sind. Und das finde ich toll. Und das ist der Sinn und der Zweck. Es ist nicht darum, jetzt irgendwie über James Dean irgendetwas Negatives zu sagen. Im Gegenteil. Es ist darum, die Wahrheit herauszufinden. Also, man muss sich vorstellen, derjenige, der James Dean in seinem eigenen Auto hat fahren lassen, ein Rat, der jeder Mechaniker einem Rennfahrer geben würde, fahr das Auto erstmal ein, fahr Motorgetriebe und alle wirklichen Teile erstmal ein, damit da wirklich alles geschmiert wird, damit die ganzen Geschichten sich einspielen und so weiter, damit du vertraut mit dem Auto wirst. Auf einer langen Fahrt auf der Autobahn wird euch jeder Mechaniker erzählen, von wegen dieses Fahrzeug braucht auch mal Langstrecke, wegen der Verbrennung, sauberes Verbrennungsbild in den einzelnen Zylindern und so weiter und so fort, solche ganzen Geschichten. Und ihm daraus dann den Vorwurf zu machen, er wäre schuld an dem Tod von James Dean, ist dermaßen daneben, das ist sowas von gemein und hat letzten Endes auch, glaube ich, diesem Menschen das Leben total vermiest. Und auch wenn das vorherbestimmt war für diesen Menschen, finde ich das dennoch traurig. Er fühlte sich ja mitschuldig an James Dean Tod, obwohl er überhaupt keine Schuld hatte. Dann geht es jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich genau mit dieser Regenbogenpresse oder wie das eben dann so heißt, Yellow Press im Englischen, die dann eben dann solche Geschichten verbreitet und eine Schuldzuweisung machen und eine Meinung eines Redakteurs oder einer Redakteurin dann fälschlicherweise als Wahrheit verkaufen, ein Trick, der heutzutage im Jahre 2021 immer noch unglaublich verbreitet ist und immer mehr verbreitet ist. Also hier nochmal die beiden Protagonisten, Rolf Wüterich links und rechts James Dean. Ja, das ist das letzte Bild. We are going to win. Er sagt jetzt hier, die Tachonadel zitterte, wir fuhren über 190. Ich sehe noch den Asphalt vor mir, es ging geradeaus, schnurgeradeaus. Jimmy am Steuer lässig lächelnd. Ich sah ihm an, das Auto machte ihm Spaß. Plötzlich vor uns ein anderer Wagen, um Himmels Willen, wo kam der weg? Dann war es aus, aus und vorbei. Nach viertägiger Bewusstlosigkeit wachte ich im Krankenhaus Pasadena wieder auf. Diese Aussage kommt nach dem Unfall. Wir haben von seinem Sohn gehört, dass er ein anderer Rolf ist als vorher. Okay. Er hatte nämlich einen Schädelbruch. Das heißt, dieser Mann wird ein ganz, ganz schweres Trauma gehabt haben und einen Schädelbruch. Das heißt, wir müssen auch diese Aussagen von ihm unter einem ganz, ganz, ganz gewissen Vorzeichen sehen, dass dieser Mensch dann, Angstvorstellungen hat und andere Geschichten hatte. Gut, er hatte also dann eine ganze Menge Angst nachher. Angst vorm Autofahren, Angst vor Frauen und garantiert Angst vor Fans. Wir machen jetzt mal weiter, weil ich will natürlich auch die Geschichten darauf hinaus, dass das alles, was über den Rolf Wüterich dann steht, auch nicht stimmen muss. Und vor allen Dingen auch die ganzen Schuldzuweisungen, dass er dann hätte steinreich werden wollen, weil er seine Story in späteren Jahren gewissen Fernsehsendungen verkauft hat. Ne? Aber er hatte eben nicht, im Gegensatz zu der Meinung, aber nicht Wahrheit, sondern nur Meinung der Zeitschrift oder Zeitung, eben nicht den Tod von irgendjemandem zu verantworten. Der hat nicht gefahren. Auch auf diesem Bild seht ihr James Dean fahren. In seinem eigenen Auto. Warum hätte denn jetzt James Dean dem Rolf fahren lassen sollen?
der sollte Fahrpraxis bekommen, der Herr Dean, der sollte das Auto kennenlernen, der sollte mit dem Auto eins werden. Ja, das war der Hintergrund, weil der Herr James Dean sollte das Rennen fahren, nicht Rolf Wüterich. Alleine schon von der Logik her völlig Banane. Also, der ist weder geldgierig noch irgendwie sonst irgendetwas. Dieser Mensch hat seinen Job bei Porsche gekündigt bekommen und so weiter und so fort. Also, der Mensch hatte eine ganze Menge private Probleme. Der hat sogar in der Psychiatrie beigebracht und so weiter. Und dann jetzt, das ist eine Schmutzkampagne ohne Ende gegen ihn. Ja, die späte Rache, das ist alles unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe wirklich zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem Protagonisten aus dieser satanischen Medienagenda Mitleid. Und der ist Rolf Wüterich. Darf Es ich da mal steht kurz was jetzt. zu sagen? Ja, bitte. Ich denke, er ist ja gestorben an einem Unfall, wo er mit seinem Haus gegen eine Hauswand fuhr. Mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Ja, Entschuldigung, ja, mit seinem Auto gegen ein Haus. Ja, ich bin noch am Denken da, wo kam denn der weg? Nee, nee, wo kam denn der her? Sagt er, wahrscheinlich über Genau. das Auto. Aber ja, nee, das erinnert mich so an die 20 verschollenen oder 27 verschollenen Zeugen von Dutroux. Da gab es auch Leute, die auf gerader Straße auf einmal gegen eine Hauswand krachen mit dem Auto. Ja? Ja, ich, Und du bist ganz nah an meiner Idee auch dran, weißt aber du, ganz nah. es ist eine Idee, ich kann es nicht beweisen, aber ich sage nur, solche Todesfälle sind immer dann verdächtig, wenn man sich mit solchen Sachen schon öfter beschäftigt hat. Und das ist ja nun nicht das erste Mal, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Und ich weise nicht mit dem Finger irgendwo hin. Ich sage nur, Leute, denkt mal eben logisch nach. Ein Automechaniker und Autofahrer mit seiner Erfahrung und seinem Können fährt sein Auto gegen eine Hauswand. Wer sich dann nicht anfängt, Fragen zu stellen, der ist verkehrt bei der satanischen Medienagenda. Das sage ich nur mal und ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Ja. Gut, also er kam angeblich freudetrunken, raste, also schon wieder die Unterstellung. Ja, dass er raste, hieß er jetzt über erhöhte Geschwindigkeit, gell? Ja, in seinem roten Honda Civic, das ist ein recht normal motorisiertes Fahrzeug. Also das Ding hat keine 100 PS, nur mal so zum Beispiel. Ja, bergab und so weiter und so fort und ist dann angeblich dann in einer Rechtskurve dann abgekommen und dann eben da tödlich verunglückt. Und er hatte kurz vor Schaltersschluss einen Vertrag zu seinem Manager abgeschickt, der ihm Hunderttausende D-Mark garantierte. Ne? Alleine vom österreichischen Fernsehen 40.000 Mark, also umgerechnet 20.000 Euro, war ihm sicher. Unten drunter steht also so ein Auszug aus diesem Vertrag, wenn der existent ist. Man muss ja alles anzweifeln, ja, dass eben der Tod des Filmidols, also James Dean, wurde für mich zum Fluch fürs ganze Leben von Rolf Wüterich. Ja, das ist diese Geschichte. So, und der hielt eine Anzahlung von 10.000 DM, was für einen normalen Automechaniker an 1981 bestimmt schon eine gute Summe gewesen ist. Ne? Auszug aus dem Vertrag, den Rolf Wüterich zum reichen Mann gemacht hätte. Ja, warum denn noch nicht? Geht's weiter. Kleine Sekunde mal eben. Also du zeigst ja diese Auszüge aus dem Vertrag. Ist doch merkwürdig, dass in diesem Vertrag immer nur eine Person genannt ist, ne? Ja, Meistens in diesen das ist, Verträgen werden ich weiß immer. aber, wem er den Vertrag gemacht hat. Ich weiß auch, dass dieser Mensch sehr vorsichtig gewesen ist. Ich habe auch den Namen, der kommt auch später noch. Es ist aber letzten Endes so, dass das alles sehr, sehr, sehr subjektiv berichtet wird in dieser sogenannten Reportage, Und sehr suspekt, meines die eigentlich Erachtens. sehr, sehr, ja, genau, also die eigentlich sehr ein Geschmäckle hat, ne? Sagen wir mal so. Ja, genau. Genau. Ich habe dieses Buch auch vor mir liegen hier. Also ich habe dieses Buch auch wirklich gekauft und das sind also Internetgeschichten, die ich vorher gefunden habe, die es mir einfacher gemacht haben, das zu kopieren. So, auch wenn jemand eine Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg trägt und mit 17 Jahren Fallschirmspringer gewesen ist, ne, ist das eben kein schlechter Mensch. Ne? Ich weiß nicht, wofür man das jetzt damit reinpackt. Ja, das ist für mich jetzt wieder, hat mit dem Unfall und James Dean erstmal gar nichts zu tun. Es gehen Millionen von Menschen, unter anderem auch hochrangige Politiker in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Da redet keiner irgendwie großartig drüber, ne? Im Gegenteil. Also von daher, bitteschön, man kann das alles da reinpacken, aber das hat jetzt irgendwie mit dem Autounfall und mit dem Vertrag und mit James Dean überhaupt nichts zu tun. Geht mal weiter.
So, er wollte sich ein Visum besorgen. Er trank dann wohl Rotwein, lachte viel und er fuhr dann nach Hause, war nicht angeschnallt, verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Gewalt über seinen Honda. Der Wagen brach nach rechts aus, schoss durch einen Maschendrahtzaun, schleuderte in einen Vorgarten und prallte gegen die Hauswand des Schreibwarengeschäftes von der Frau Hasenmeier, bei der er Kunde war und sich täglich eine Zeitung kaufte. Er starb an Schädelverletzungen noch an der Unfallstelle in den Trümmern und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Ne? So viel erstmal zu dem Hergang. Jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es eine ganze Menge von falschen Informationen. Weder hat der Spider 160 PS gehabt, das ist absolut undenkbar aus dem 1,5 Liter Motor zu dem damaligen Zeitpunkt. Das glaube ich nie und nimmer. Und es gibt halt so verschiedene Geschichten, die jetzt hier überhaupt nicht stimmen. Zum Beispiel steht jetzt hier drin, dass also Rolf Hüterich einen Ring bekommen hat von Jimmy, einen Brillantring. Aber von Brillantring, wenn man sich die ganzen anderen Biografien anguckt, steht da eben gar nichts. Also das ist auch schon wieder so eine Geschichte. Dann steht hier, 200 Kilometer weiter kam es zu der verderbenbringenden Kollision. Nee, der hat den Ring angeblich im Blackwell's Corner bekommen und das sind ungefähr 27 Meilen. Das sind also gerade mal geschmeidige 45 Kilometer. Das hat mit 200 Kilometern nichts zu tun. Das ist aber auch nichts recherchiert hier. Also ich weiß nicht, also alles, wo ich mit James Dean und Wüterich zu tun habe, es ist überall nur gelogen und es ist gruselig. Ja? Dann hat er Schmerztabletten. Natürlich hat er Schmerztabletten bekommen. Ja, aber wann hat er die bekommen und wie viel und so weiter? Das sind alles hier so Dinge, das ist nicht greifbar. So, vom Ferdinand Porsche ist er entlassen worden. Das ist wohl korrekt. Das Schreiben steht unten drunter. Wegen seelischer Belastung und unvermeidliche Intoleranz und so weiter und so fort, ist er da gekündigt worden. Klar, nachdem er in der Psychiatrie war, war er natürlich auch ein Risiko für die Firma Porsche. Klar. Ne? Porsche hat keine Verwendung mehr dafür. Da ist er nie drüber weggekommen, wie über andere Geschichten auch nicht. Und natürlich haben ihn alle Menschen, auch seine weitere neuere Chefin dieses Honda-Hauses, die Frau Eckert, natürlich auch auf diese Geschichte mit dem James Dean angesprochen. Jeder kannte den natürlich. Der Name Wüterich ist ja jetzt auch nicht so unbedingt. Deswegen hat er natürlich dann auch diese Autogrammkarten verteilt von seinem ja, ereignisreichen, schicksalsreichen Tag, dem 13. September 1955. Und jetzt geht's weiter. Der deutsche Rennfahrer Hans Herrmann, dessen Name in einem Atemzug mit anderen Größen des Motorsports der 50er und 60er Jahre, wie Stirling Moss genannt wird, ist mit vielen anderen davon überzeugt, Wüterich beging bei seinem eigenen Unfall am 20.07.81 einen Suizid. Wüterich arbeitete für ihn als Rennmechaniker. Er sagte erst im Jahre 2014 in der Zeitschrift Die Welt, einer großen deutschen Tageszeitung, Zitat, dafür war er ein viel zu guter Fahrer, er hat sich selbst das Leben genommen. Zitat Ende. Ja, also von daher, so diese Unfalltheorie wird allein schon hier angezweifelt. Und ja, also bitteschön, Hans Herrmann ist jetzt nicht irgendjemand. Ne? Das ist so eine Art Michael Schumacher der 50er Jahre, jetzt mal so ganz salopp gesprochen. Okay, gut, dann geht's mal weiter. So, da steht der James Dean vor einem Ferrari. Das sieht man an diesem Pferd in dem Lenkrad da. Ne? Wie es wirklich war mit James Dean, das Interview mit Rolf Wüterich aus der Christophorus Nummer 43 aus dem Jahre 1960. Christophorus? Christophorus ist lateinisiert und heißt Christusträger und wird in Teilen der anglikanischen Kirche, der altkatholischen orthodoxen Kirche als Märtyrer und Heiliger verehrt. Ja, als Riese mit Stab, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss trägt. Oh, Charon, irgendjemand? Er ist doch der Heilige der Reisenden, ne? Richtig, kommt er jetzt. Er zählt zu den 14 Nothelfern und ist besonders bekannt als Schutzheiliger der Reisenden. So, und ausgerechnet nach dem ist das Magazin der Freunde des Hauses Porsche benannt. Also, wenn wir jetzt auch den adeligen Titel des Herausgebers jetzt mal benutzen, können wir davon ausgehen, dass Porsche ein katholisch geprägtes Unternehmen ist. Weil, warum heißt das Ding Christophorus? Ne? Ist nach einem römischen Heiligen da benannt. Ne? So, das liegt mir jetzt nur in Englisch vor. Ich hatte überlegt, dieses Zeitschrift zu kaufen, aber ich hätte fast 100 € dafür bezahlen wollen und das war es mir nicht wert.
Hier steht also drin, ich übersetze in Deutsch, der Porsche Rennmechaniker, es steht hier kein normaler Mechaniker, ein Rennmechaniker, Race Mechanic, der hat zu dieser Zeit in dem Porsche Repräsentation, also Porsche Händler der Westküste von Johnny van Neumann eben genau dann da Competitive Motors dann da gearbeitet und da ist er natürlich dann auf James Dean gestoßen. Ne? Und es gibt eine Story, die ihn benannt hat, das heißt mein Todesritt oder meine Todesfahrt mit James Dean in einem Filmmagazin im Frühjahr 57, dass er gar nicht wo er gar nicht sein Einverständnis gegeben hat. Also da sind so viele Sachen jetzt auch wieder, wo man wirklich gucken muss, das stimmt alles gar nicht. So, in dem nächsten Absatz oder nächsten Seite haben wir schon wieder zig Druckfehler drin. Das heißt Stuttgart und nicht Stuttgart, auch wenn man übersetzt 1:1. Und das heißt auch Heilbronn und nicht Heilbronn. Was jetzt stimmt, ist, dass er 1955 nach USA kam und innerhalb von 14 Tagen hat er dann wohl den James Dean kennengelernt, der damals noch diesen Speedster gehabt hat. Ne? Okay. So, und er hat sich eben ganz genau wohlgefühlt in dem Zirkel von Sportwagenfahrern. Ne? Also beide, ne? Der Herr Dean als auch der Herr Wüterich. Beide sind sich da unheimlich wohlgefühlt. So, nächste Seite ist also so, dass sie gesagt haben, klar, Warner Brothers haben das überhaupt nicht gut gefunden. Die wollten einen Filmstar haben und keinen Autorennfahrer. Und die beiden haben sich dann miteinander kennengelernt. Ne? Und er hat dann zu ihm gesagt, du, der Speedster, der ist echt zu langsam. Ich brauche was Schnelleres. Und dann erzählt diese Zeitung über, also diese Porsche-Zeitung darf man nicht vergessen, über Pier Angeli. Ja, und da hat er gesagt, also die Zeitung hat jetzt gesagt, nee, also der hat mit niemandem mehr darüber gesprochen als sie jemand anderen. Der war sowas außer sich, ja, dass die jemand anderen geheiratet hat. Und mir ist was aufgefallen, Herr Piangeli. Guckt euch mal auf der nächsten Seite an, was da steht. Da steht drin, die hatte eine Romanze mit Dean Martin. Oh, dann mit James Dean. Und dann hat sie eben diesen Italiener geheiratet, Vic Damone. Das wäre jetzt immer noch nicht das. Ne? Aber was jetzt noch kommt, ist, dass diese Frau ja auch nicht glücklich geworden ist. Ne? Die ist an einer Überdosis von Medikamenten gestorben. Jetzt fragt natürlich der eine oder andere, das wissen wir doch alle schon, was ist denn jetzt das Neue? Ja, guckt mal auf der nächsten Seite. Ja? Angeli hat auch eine Beziehung gehabt mit Kirk Douglas 1953. Also die hat wohl richtig große Chancen gehabt, die Frau, ja, mit Kirk Douglas. Und dann hat sie eben diese Silver Chalice gemacht, diesen Film mit Paul Newman. Und dann hat sie in dem Rosentattoo mitgemacht und so weiter und so fort. Und auch in dem Film Sodom und Gomorra mit Stuart Granger. Da spielt sie, da haben wir rechts nochmal Sodom und Gomorra von Ron Wyatt, der das da entdeckt hat. Ja, der Sodom und Gomorra-Fund mit dem Schwefel und so weiter. Ja, da spielt sie wen? Steht auf der nächsten Seite. Kann nicht sein, oder? Die Frau von Lot, die sich umgedreht hat, weil sie nicht loslassen konnte und dann zur Salzsäule erstarrt ist. Gibt doch irgendwie keine Zufälle, ne? Apropos, wenn jemand sagt, James Dean, der war definitiv homosexuell, fragt mal dann eben die Geschichte um Pier Angeli. So definitiv homosexuell war der nicht. Was stimmt ist, dass er in einem Screenplay mitgespielt hat, in einem Theaterstück, das heißt The Immoralist. Und da hat er einen Homosexuellen gespielt. Außerdem ist er eben mit dem William Best dann da zusammen gewesen. Und ja, da ist dann also einiges dann so gewesen. Und sein erster Entdecker hat ihn dann umsonst bei sich wohnen lassen. Und viele sagen, dafür hätte er dann eine Gegenleistung erbringen können. Da könnt ihr euch dann denken, was es dann ist. Da gibt es eben dann hier Mein Leben mit James Dean von William Best. Und der sagt eben, naja, da gab es eben Nachtclubs mit Männern und so weiter und so fort. Und nun ja, nach dem Tod von James Dean wird halt viel gesagt, aber er schreibt auch in seiner Biografie jetzt hier, oder die Biografie über James Dean schreibt er auch, ich traf Eleanor Roosevelt bei einem Abendessen meines neuen Bewunderers. Also wir wissen daher schon, dass der Mann homosexuell gewesen ist und mit dem hat der James Dean eine ganze Menge zu tun gehabt. Da könnt ihr euch ja vielleicht euren Teil von denken. Ich saß neben der ehemaligen First Lady und war total eingeschüchtert. Ich habe auch noch eine schönere Übersetzung vom Jörg gehabt, aber das Skript ist natürlich wieder gecrashed, ne? Also es kommt hier aus diesem Film James Dean, der kleine Prinz, der kleine Bastard. Kleiner Prinz deswegen, weil das angeblich seine Lieblingserzählung gewesen ist. Und er sagt eben hier, naja, der Jimmy hat mich also zu so einem homosexuellen Club geschickt und so weiter. Und da habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann ja hier nur Männer ansprechen. Und Kirk Douglas behauptet sogar, dass Angeli und er verlobt gewesen wären in den 1950ern. Also gut, nichts Genaues weiß ich da nicht. Ich wollte nur mal sagen, also das ist alles sehr, sehr spekulativ. Ne? Für mich ist James Dean immer noch ein Entdecker, sowohl als auch und für mich auf jeden Fall jemand, der in Pier Angeli wohl verliebt gewesen ist. Ne? Aber so viel mal eben dazu, was die Presse schreibt und was wahr ist. Ne? Das ist ja nur der Ausdruck hier. Wir sind immer noch bei Rolf Wüterich und James Dean, bitte. Ja?
So, jetzt steht hier ein Buch, das heißt Zu schnell zum Leben und zu jung zum Sterben, James Deans letzte Stunden. Und da sagt jetzt hier die Geschichte über den Rolf Wüterich aus, dass der Rolf Wüterich nach dem Unfall sich überhaupt nichts daran erinnern konnte und erstmal darüber froh war, dass der California Highway Patrolman, der Herr Tripke, da auch wohl Deutsch gesprochen hat. Ne? Tripke switched to German, the language the officer had spoken at home with his parents. So, und dann ist eben das Leben in den Augen von Wüterich zurückgekehrt und da hat er sich erstmal so erleichtert gefunden, dass endlich mal jemand in seiner Heimatsprache sprechen konnte. Und er hat gesagt, nee, also dass die ganzen Erinnerungen, die sind also total vage und er wusste also echt nicht viel darüber und er war also unter Schock mit gebrochenem Kiefer und tausend anderen Verletzungen und so weiter. Und später hat er sich also auch nicht da großartig drüber erinnern können. Und das hat auch seinen Grund, meiner Meinung nach. Der Mann hatte Schädelverletzungen. Also, es gab nur fünf Spider, die ausgeliefert worden sind. Einer davon hat dann direkt der Herr James Dean sich gekrallt. Ne? Unter der Bedingung, dass Wüterich ihn dann eben zu jedem Rennen begleitet, sind die beiden dann aufgebrochen. Also man kann ihm keinen Vorwurf machen. Die Frage, die ich hätte, ist, hat der Herr James Dean seine Brille getragen wegen seiner Kurzsichtigkeit oder nicht? Das ist auch so eine Sache, die für mich immer noch nicht geklärt ist, obwohl ich ja schon viel darüber gelesen habe. Naja, gut. Komm mal zum nächsten dicken Fehler in einer Porsche-Zeitschrift, einer Zeitschrift, die bitteschön über Autos berichtet. Ja, die schreiben tatsächlich, dass also hinter dem James Dean Spider ein Chevrolet-Kombi gefahren wird. Nein, das war ein Ford. Wie kann man, es ist hochnotpeinlich, in einer Automobilzeitschrift die falsche Automarke abzublenden oder einzumachen. Also entweder hat hier irgendjemand falsch recherchiert oder der Herr Wüterich hat Falsches aus seiner Erinnerung gemacht. Auf jeden Fall ist das definitiv falsch. Es ist alles falsch. Wüterich hat gesagt, Mann, man wird also unglaublich schnell müde auf diesen ganzen Strecken. Und deswegen haben wir also eine Coca-Cola besorgt und so weiter und so fort. Und dann hat uns Lance Reventlow dann da, ist uns da begegnet, mit einem 300 SL Mercedes. Und der wollte genau auch zu diesem Rennen hin. Und ungefähr zu dieser Zeit steht in angeblich in diesem Porsche-Zeitschrift Christophorus drin, hat er das Training angefangen. Also ging es gar nicht darum, eine Spazierfahrt zu machen nach Salinas für den Herrn Bruce Kessler und Lance Reventlow. He started training. Interessant, ne? Also da kommt die Quelle her, aus dieser Porsche Christophorus. Also die können das ja eigentlich theoretisch nur von dem Wüterich haben. Theoretisch. Das ist ja angeblich ein Interview mit ihm, ne? Und dann hat er eben ganz schnell die Unterhaltung beendet und ja. Und er sagt das gleichzeitig, er hat nicht, ist nicht besonders schnell gefahren. Der Motor muss ja erst noch so Einfahrzeit haben. Ne? Nicht besonders schnell gefahren. Auf einer Strecke, wo man 55 Meilen pro Stunde fährt, fährt man dann laut der Angabe von Wüterich ungefähr 100 Meilen pro Stunde, also 160. Fast das Doppelte. Ne? Ist nicht besonders schnell auf einer öffentlichen Straße oder wie? Zwischen 4 und 6.500. Er hat gesagt, ich hätte neben ihm einschlafen können. Das ist ein sehr interessanter Satz, ne? Und der theoretische Speed wäre 60 Meilen gewesen. Das stimmt auch nicht. Der ist für 65 Meilen verknackt worden mit diesem Protokoll oder Knolle, wie man heute sagt, wo 55 erlaubt sind. Also hier ist Fehler nach Fehler nach Fehler nach Fehler in diesem Artikel. Das ist eine Porsche-Zeitschrift, die angeblich übersetzt worden ist von Deutsch nach Englisch. Und Jimmy wäre ein bisschen schneller gefahren, ungefähr 50 anstatt 45. Das stimmt auch überhaupt nicht. Der Patrolman stopped the car, also der Offizier hat eben das Auto gestoppt für 5 Meilen. Stimmt auch nicht. Es stimmt nichts in diesem Bericht, großartig. Dann gibt es hier eine Szene, wo In der dann draufsteht, letzten bitte? Sendung hatte der Polizist doch gesagt, dass er gar nicht wüsste, wie hoch die Übertretung war, sondern dass er einfach 65 geschrieben hätte, um ihm eine Ja. nicht zu hohe Buße auszuschreiben. So Ja, hatte er das abgesehen doch davon kann er gesagt. es auch gar nicht sagen, wer aus der anderen Richtung kam. Naja, ich meine nur, also da sieht man, wie die hier dann halt wieder die Unwahrheit nicht sagen, aufgrund der Beweise der Unglaublich, eigenen das ist Aussagen des Polizisten der letzten Sendung, ne? das ist unglaublich, was jetzt gleich noch kommt. Jetzt kommt hier eine Zeichnung von Wüterich. Ja, guck mal da, wo der da liegt. Der liegt ja komplett auf der verkehrten Seite. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Der lag links auf der Fahrerseite vom Porsche. Und wo liegt der dann da? Liegt er irgendwo im Feld? Rechts auf der Fahrerseite vom Ja, Porsche und nicht links. ja. So, und das ist nicht spiegelverkehrt. Ne? Ich kann Fresno nur immer noch lesen. Also, egal. Nochmal, es gibt einen Rolf Wüterich vor und nach dem Unfall. Und ich weiß nicht, wer dieses Interview da mit ihm geführt hat oder was, wie gut die Übersetzung ist. Auf jeden Fall stimmt in diesem Internetartikel wiederum nichts.
Ja? Was stimmt, ist, dass er eben einen Ring bekommen hat und hat gesagt, du bist mein Schutzengel, jetzt mal Guardian Angel. Ja, das ist ja alles okay, ist ja auch alles schön. Ja? Aber nach wie vor, das sind 27 Meilen von da bis zum Unfall. Okay? So, es gibt so viele Sachen, die hier nicht stimmen. Zum Beispiel der Turner-Turner-Turner-Psit war 23 und nicht 24, geht schon wieder weiter. Also das ist unglaublich. Ich könnte mich den ganzen Tag nur damit beschäftigen. Und deswegen müssen wir dann irgendwann mal aufhören. Man kann ja keiner Quelle glauben. Also müssen wir unsere eigenen Untersuchungen anstellen. Geht gar nicht anders. Ja? Unsere eigenen Untersuchungen. Also könnt ihr alles vergessen, auch diesen Artikel hier im Christophorus, an den ich wirklich meine Hoffnung gehegt hatte, dass ich da irgendetwas rausfinde. Und deswegen habe ich auch die 100 Euro dafür nicht ausgegeben. Wenn das schon so Mist übersetzt ist und die Angaben, die Zahlen, die kann man ja nicht, eigentlich gar nicht falsch übersetzen, wenn die schon nicht stimmen, kann ich mir den Artikel in Deutsch aufsparen. Das wird natürlich für 100 Euro gehandelt, weil das Rolf Wüterich ist, klar. Gut, unten drunter steht auch noch der linke Frontende vom Spider hat eben dann komplett head-on, also ein Kopf-an-Kopf-Zusammenstoß mit der rechten Hälfte des Kühlergrills von dem Ford und so weiter. Das stimmt auch überhaupt nicht. Der linke Anteil des Fahrzeuges vom Ford war kaputt und nicht der rechte. Also komm, hör auf. Den Artikel kannst du in die Tonne treten. Es stimmt nichts davon. Mach mal schnell weiter, weil dann kriegt man echt nur schlechte Laune davon. Ja? He was killed instantly. Ja klar, deswegen hat auch Bill Hickman gesagt, er hätte noch gehört, also wo er den letzten Atemzüge gemacht hat. Also egal wie. Ja, und das Beste ist dann auch unten runter, da steht also, ein Wahrsager hat also genau, präzise dieses Desaster, diesen Unfall dann vorhergesehen. Klar, steht aber auch nicht drauf, wer und wann. Oh, alles in die Tonne treten. Machen wir schnell weiter. Wir müssen unsere eigenen Sachen machen. So, Phil Stern ist ein 91-Jähriger zum Zeitpunkt des Interviews, ein ganz bekannter Fotograf, der eben genau dieses Bild gemacht hat. So, und er hat ausgesagt, und jetzt kommen wir wirklich in die eigenen Untersuchungen rein. Ja? Ich habe gecruist westlich des Sunset Boulevards und so weiter, als ein total verrückter Motorradfahrer komplett über ein rotes Licht, also über eine rote Ampel gefahren ist, und wir waren auf einem Kollisionskurs. Dann haben wir also kurz gebremst und so weiter und so fort. Dann kam er eben zu einer Kreuzung und so weiter. Und ich war so kurz dran, ihn umzubringen. Das war also wirklich nur noch so ein paar Zentimeter und so weiter. Und das hat eben sein Leben gerettet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, you son of a bitch und so weiter und so fort. Und dann ist der Typ abgestiegen und so weiter und habe also ganz groß gegrinst. Und das war James Dean. Ja? Und er hat gesagt, ja, also weißt du was, am selben Tag und so weiter habe ich dann also noch later that same day. Sie hatten dann also ein Frühstück und so weiter und so weiter. Und am selben Tag hat er noch Fotos gemacht von dem selbstzerstörerischen Dean, James Dean. Und er hat gesagt, oder man sagt, dieser Herr Stern, dieser Fotograf, dieser Phil Stern, most certainly was the man who nearly killed James Dean. Ja, der ihn fast umgebracht hätte, weil der mit seinem Motorrad über eine rote Ampel gebrettert ist. Das ist jetzt nur wieder so ein. So viele Leute haben nachher gesagt, nee, der war völlig irre, wie der gefahren ist. Und deswegen sagt der nächste Artikel, und er hat vollkommen recht, der ist immer und wieder gewarnt worden durch enge Freunde und durch Studiogrößen und so weiter, um langsamer zu fahren und nicht so heiß angehen zu lassen auf öffentlichen Straßen, steht auf der nächsten Seite. Er hatte den Spider nur 8 Tage und hatte schon zwei Dellen da drin, die eben, also haben wir ja gesehen, linkes Frontblinkerglas fehlte. Obwohl die Leute total erschrocken waren und versteinert waren, sozusagen durch seinen Tod, durch seinen frühen Tod, wahnsinnig überrascht. Der Regisseur von Giganten, George Stevens, hat gesagt: Naja, das musste passieren. Wenn es nicht da passiert wäre, wäre es in einer anderen Zeit passiert. Wir sehen noch jetzt hier beispielsweise in der Geschichte mit dem Rebel Without a Cause, da geht es um Autorennen, wo einer verliert, der nicht aus dem Auto steigen kann, weil er sich gerade verheddert hat mit dem Ärmel, bei so einem Autorennen über die Klippe. Und auch da stirbt jemand. Und auch da ist James Dean als Idol der Jugend in einem Autorennen. Und George Stevens hat gesagt: You can never drive this car on the lot again. You're gonna kill a carpenter or an actor or something. Somebody. Gut, also mit dem Carpenter, da musst du natürlich dann der Brad lachen. Ne? Aber wie gesagt, der Joss Stevens hat auch gesagt, nö, das kann nicht sein. Es wurde gesagt, dass Elia Kazan, der Regisseur von East of Eden, seine erste Hauptrolle, eben dann auch übereinstimmt mit George Stevens. Aber wenn Dean gelebt hätte, wäre er nicht der Messias geworden.
für die Heranwachsenden der 50er, 60er, 70er und 80er und alle möglichen Leute, die sich darauf beziehen. Er ist in der Zeit eingefroren, er wird nie alt werden und er ist eben gesegnet mit der Unsterblichkeit. Ja, dieses Image, dieses Bild ist hier für die Ewigkeit. Er ist jemand einer vergangenen Ära, den auch eure Väter und sogar Großväter schon worshipped, verehrt, angebetet haben. Das ist satanische Medienagenda. Geht weiter mit den Informationen. Geht jetzt Schlag auf Schlag in diesem Skript. Aus der Welt.de lesen wir, dass der Spider wohl doch nicht das absolute Qualitätsprodukt war. Im Spider durfte man sich nicht an die Türen lehnen. Die Aufnahme ist undatiert. Oh, Leute, ehrlich, ernsthaft? Ernsthaft? Das kann nicht sein, oder? Ich weiß nicht, welche Leute diese Artikel schreiben. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bewerbe mich hiermit als Journalist. Es kann nicht sein. Also ich weiß nicht, womit die Leute ihr Geld verdienen. Es kann nicht mit dem Schreiben von Artikeln sein. Ja, man weiß ganz genau, man weiß sogar die Uhrzeit, wann dieses Foto entstanden ist. Oh. Gut, auf der nächsten Seite sehen wir dieses Auto, wie es dann nachher aussieht. Also so ungefähr wie eine zerdrückte Cola-Dose. Und dieser Spider 550 ist eigentlich ein Rennauto. Haben wir schon benutzt, haben wir schon gemerkt. Ne? Das ist die Startnummer 55 von Hans Hermann, der berühmte Nummer mit dem Hans Hermann 55 Telefunken-Porsche, der die Rennen gewonnen hat. Ne? 1954, das heißt, das war dem James Dean bekannt. Gut, geht weiter. Wir haben noch 70 Seiten. So, das sind diese Autos. Ja, so. Und dieses Auto ist eben genau dieses Auto, was auch den James Dean dann halt letzten Endes auf seiner letzten Fahrt begleitet hat. Ne? Der Hermann hat gesagt, der Unfall hat mich berührt, denn der Rolf Wüterich war ja mein Rennmechaniker. Aha, guck mal, der war Rennmechaniker bei demjenigen, der die Carrera Panamerica gewonnen hat. Natürlich wollte der James Dean den haben. Als wenn der nicht wüsste, wer nur ein Jahr vorher so ein großes Rennen gewonnen hat in der entsprechenden Klasse. Wüterich sollte den Schauspieler Dean und Amateurinfahrer in das eben erst gekaufte Auto einweisen und ihm bei einem Rennen zur Seite stehen. Der Deutsche wurde aus dem Wagen gesteuert, er erlitt schwere Verletzungen, ja, auch psychisch. Und seine Seele war auch verletzt. Wüterich kam nach dem Unfall nie wieder richtig ins Gleichgewicht. Hermann sagt, er war ein unglaublich guter Mechaniker, aber ein schwieriger Mensch. Und glaubt bis heute nicht, dass Wüterichs Tod 1981 wirklich ein Autounfall war. Dafür war er ein viel zu guter Fahrer, er hat sich selbst das Leben genommen, Zitat Ende. Muss ich jetzt nicht mit übereinstimmen, gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Ja? Aber nur mal dazu. Also der Hermann hat gesagt, der war ein viel zu guter Fahrer und der war ein super Mechaniker. Und wenn das ein Hans Hermann sagt, dann ist das so ungefähr, jetzt mal übertrieben gesagt, wie ein Ritterschlag. Also das ist jemand, der Autorität hat. Okay, geht weiter. Ritterschlag, wisst ihr, ist jetzt ein bisschen. So, er hat gesagt, in den Bergen hatte ich gute Zeiten, aber die letzte Etappe, die war geradeaus und eben, da spielte den stärker motorisierten Konkurrenten die Hände, denn der Spider ging ja bloß 210, 220, genau, und eben nicht 240. Ich habe ja schon mal ausgerechnet, ich kam auf 208 km/h oder sowas. Da war ich ja ziemlich gut dabei. So, dieses Auto war 98 cm hoch und hatte dürre Reifen. Da ist immer irgendetwas in Bewegung. Und unten drunter steht auch noch, und jetzt kommt es interessant, wenn man sich jetzt den Unfall nochmal überlegt und jetzt einen weltbekannten Rennfahrer der 1950er genau auf diesem Auto Rennen gewonnen hat, anguckt, was steht denn da? Da steht, das gibt eine bestimmte Geschwindigkeit, bei denen der Spider zum Schleudern wenigstens zum Zucken neige, dass man ihn da aber am Gas halten müsse. Ja, das geht in einer Gefahrensituation aber nicht mehr. Ne? Und es geht noch mehr. Man kann sich nicht anlehnen, man hat direkt Kontakt in dem Auto und früher habe es ein Problem mit sich öffnenden Türen gegeben, das sei heute behoben. Mal ungefähr dazu, also dieser James Dean hätte in dem Auto mit einem Frontalcrash gegen einen dicken Ford auch bei etwas niedrigerem Tempo wohl kaum eine Überlebenschance gehabt. Ne? Dafür ist dieses Auto halt wirklich ein reines Rennfahrzeug. Und dieser Mensch hat ausgerechnet, und jetzt ist auch noch eine Geschichte, die man da jetzt in dem Kontext sehen muss, wenn gleich der Name Stirling Moss kommt, der ja schon mal benannt worden ist durch Lee Brecker, dann steht er nämlich dann hin, er ist also damals im Schnitt 157 km/h gefahren,
Er liegt eine Hauchzeit hinter Stirling Moss, der 1955, in dem Jahr, wo James Dean gestorben ist, die Mille Miglia mit einem Durchschnittstempo von einem halben Kilometer mehr abschloss. Allerdings in einem wesentlich stärkeren Auto, ausgerechnet Mercedes 300 SLR. Jetzt überlegt euch mal nochmal die Gedanken von James Dean, der hinter dem 300 SL Straßenversion von Ravenclaw und Kessler hinterhergefahren ist. Da muss doch jetzt alle Alarmleuchten blinken, oder? Und er sagte, ja, natürlich, es wundert mich, dass ich überlebt habe. Und er hat eine Liste von allen Formel 1 und anderen Spitzenfahrern, die in den 50er bis 90er ums Leben kamen, 68 Stück, dazu mehr als 200 Zuschauer. Und wir wissen, in dem Le Mans-Debakel, ein Jahr vorher, 1954, da sind auch einige Leute umgekommen, oder war es 1955? Mal gucken. Lange Zeit war vermutet worden, dass Dean zu schnell gewesen sei, aber eine Rekonstruktion, ja, ist klar, Rekonstruktion. Mich interessiert die Rekonstruktion nicht. Ne? Ich sage ja nochmal, ich möchte eigentlich Journalist werden, aber ich weiß ja, die Wahrheit wird ja nicht abgedruckt. Von daher habe ich ja dann auch keinen Platz. Ne? Der ist eben kein Opfer seines Fahrstils und auch kein unmittelbares Opfer, sondern der war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und da konnte ich ja nicht anders, als diesen hochqualitativen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu zitieren, dass auch die Titanic selber schuld war, denn die war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Was aber letzten Endes jetzt bitteschön für jeden Unfall gilt. Also wenn irgendjemand einen Unfall hat, na dann ist der immer grundsätzlich selber schuld, weil er immer zur falschen Zeit am falschen Ort war. Klar, ne? Deswegen werden wir irgendwann dazu verdonnert werden, dass wir überhaupt kein Auto fahren mehr dürfen, abgesehen dann von dieser ganzen CO2-fixen Idee, die natürlich dann auch wieder völliger Papstwissenschaft ist. Dürfen wir dann gar kein Auto mehr fahren? Wir könnten uns ja gefährden. Also im Endeffekt dürfen wir dann irgendwann nur noch im Bett bleiben und dann am besten noch mit Masken unter der Bettdecke, damit auch nichts passiert. So viel mal zu, das ist das Buch, woraus teilweise dann Sachen hier kopiert worden sind oder wo halt teilweise die Geschichten stehen mit dem Vertrag. Ja, aber dann eben nicht so reißerisch wie in diesem Artikel. Und deswegen habe ich da jetzt also auch ein paar Sachen und das Buch liegt auch gerade vor. Und diese ganzen Artikel sind eben dann gefunden worden in diesem angeblichen Abrisshaus. Man muss das, wie gesagt, alles glauben. Ich kann der Frau Cornelius jetzt nichts unterstellen, möchte ich auch gar nicht. Also angeblich sind da also die ganzen Sachen dann entdeckt worden, nachdem dieses Haus abgerissen worden ist. Kann ja gut sein, wäre ja auch gut für uns. Gut. Jetzt kannst du Entschuldige, skippen. entschuldige, entschuldige bitte. Ja. Hausabriss und da Dinge finden, da denke ich eben mal an 9-11, wie man da ja so wunderschön Ein den Reisepass Personalausweis, eines der ja. Kameljockeys rausgezogen hat. Also, Ja. Ja. entschuldige, das Ja. hat bei mir ein Geschmäckle. Ja, ich sage ja auch, ich will ja niemanden unterstellen und so, ne, aber schön, dass die Sachen jetzt sich aufgefunden haben. Gut, jetzt darfst du trotzdem scrollen, weil jetzt kommt das alles ein bisschen doppelt hier. Das ist eben nochmal der Vertrag. Jetzt gehen wir noch, ja, genau, da hat er gewohnt. Ne? Tolle, nette, liebe Gegend. Ne? Spritztor war es auch nicht. Und jetzt geht es dann nach diesem Vertrag, geht es dann mal weiter. Genau, da steht es auch. So. Rolf Wüterich glaubte nach der Todesmeldung James Dean, dass eben die eben einschlug, wie das Ende von Rodolfo Valentino 30 Jahre früher, dass er in Amerika weiterleben könnte. Ja, und bei dem Rodolfo Valentino, der 1926 gestorben ist in New York, da hat es eine Massenhysterie von weiblichen Fans gegeben. 100.000 Menschen bei der Beerdigung. Und die haben also dann auf eine Wiederkehr gehofft. Ja, so ungefähr dann so wie die Totenmaske von James Dean und so weiter. Also die Leute werden dann tatsächlich dann verehrt. Ne? Ausgerechnet dann auch noch in der Princeton-Universität, da wo der Albert Einstein sein Wesen getrieben hat. Ne? Ausgerechnet dann dort, ne? Wo die große Erwachung stattgefunden hat. Ja, da muss man jetzt, glaube ich, keinen Kommentar zu machen. Ne? So, und nochmal, Rolf Wüterich ist nicht Täter. Ne? Der ist A nicht gefahren und B ist der vertraglich der Herr Jean, James Dean dazu verpflichtet worden, ihn mitzunehmen. Also den trifft keine Schuld. Ne? Da muss man besser recherchieren, bevor man solche Sachen dann zitiert. Jeden Mittwochabend saß Rolf in der Grand Prix-Fahr auf dem Sunset Strip in Hollywood und traf alles, was schnelle Frauen und schöne Frauen liebten. Clark Gable, Bob Hope, Dean Martin, Errol Flynn, Gary Cooper und Frank Sinatra. Seitdem James Dean einen Porsche bei Rolf gekauft hatte, weil Rolf hat ja für dieses Autohaus gearbeitet, wurde er Dauerkunde bei mir. Der schonte den Motor nicht, drehte immer voll auf. Motor- und Getriebeschäden waren bei ihm gang und gäbe, der fuhr verrückt drauf los, erinnert sich Rolf Wüterich in einem seiner letzten Interviews. Die Tachonadel zitterte, wir fuhren über 190. Um Himmels Willen, wo kam der weg? Aha, also ich muss jetzt glauben, dass das der Unfall ist, ne? 190 wären 120 Meilen pro Stunde. Und das soll ich jetzt glauben. Ich glaube, dem ist hier was untergeschoben worden. Weil ich glaube, dass hier ein paar Sachen zusammengemixt worden sind. Ich glaube,
dass das kein sauberer Journalismus ist. Pasadena ist auch hinverlegt worden, aber wie gesagt, ich werde mal da jetzt überall reingehen. Nochmal, das ist das Autorennen hier aus Rebel Without a Cause. James Dean gegen jemand anderen. Ne? Also Autorennen wurden propagiert. Jetzt guckt euch mal das an hier. Jetzt geht's los. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass der Lee Reskin uns erzählt hat, dass eben der James Dean, den Bruce Kester beim Black Belt Squadron gesagt hätte, er wäre schon über 120 Meilen pro Stunde gewesen. Über ist ja relativ dehnbar, ne? Kester recalled, he told us that he has gotten the spider up over 120 miles per hour. 190 auf der Strecke nach Black Belt Squadron, nicht von, nach. So, und dann guckt man weiterhin, was jetzt da unten drunter steht. Das ist ein Buch, was ich heute gefunden habe. Das heißt Too Fast to Live, Too Young to Die. Hatte ich schon mal draus zitiert, ne? Von Keith Elias Greenberg. Was steht denn da? Er hat letzten Endes dann den Lance Reventlow getroffen, dessen damaliger Onkel oder Ehemann nun mal sowieso seiner Mutter Barbara Hutton dann eben einen Grafen hatte, der dann eben ein Ferrari-Fahrer geworden ist. To participate in Grand Prix Motor Racing. Jimmy boastfully showed off his speeding ticket and claimed to have hit 130 miles per hour at one point during the trip up from Los Angeles. So, und somit hat natürlich jetzt der Lee Reskin recht, wenn er sagt, er hätte ihn schon über 120 gehabt. Aber dieses Buch, was 1959 rausgekommen ist, sagt sogar, dass der James Dean 130 Meilen angegeben hätte. Das kommt genau aus dem Buch. Too fast to live, too young to die. Nikolajewitsch Trubezkowski, the first Ferrari driver to participate in Grand Prix Motor Racing. Das war eben zu dem damaligen Zeitpunkt der Stiefvater von Lance Reventlow. Habt ihr noch den sehnsüchtigen Blick von James Dean im Auge, wo er dann auf dieses Steuer- und Lenkrad mit dem Prancing Horse von Ferrari geguckt hat? Habt ihr vielleicht mal eine Idee jetzt, wo das alles daherkommt, gell? Und da steht jetzt auch drin, und das ist interessant, ne? Jimmy was so sure that he didn't want to wait up to the next day to compete. Looking around the lot, he zoned in a late model Corvette and approached the driver. Want to race? Willst du ein Rennen fahren? Der junge Mann in der Corvette hat abends den Porsche gezeigt, hat gesagt, nicht gegen den. Da habt ihr das ja nochmal in einer 1959er Biografie oder zumindest in einem Buch. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie viele Sachen wollte ich jetzt haben? Roth ist jetzt hier Stanford Roth gemeint, das ist der Fotograf. Ihr findet es überall. Wen wollt ihr noch haben? Lee Reskin oder den Fotografen mit dem Rotlicht, mit dem Motorrad. Wo wollt ihr noch gucken? Der Mann ist nur gerast. Und ich habe noch mal mit dem, ich habe mir noch mal meine Quelle mal angeguckt und die Quelle sagt zu mir, dass also der Bruce Kessler wirklich gesagt hat in einem Vier-Augen-Gespräch, dass James Dean versucht hat, ihn einzuholen. Also von daher, die ganze Sache ist klar, James Dean war auf einem Rennen. Der ist hin schon 120 bis 130 Meilen pro Stunde gefahren, hat noch einen Corvette-Fahrer gefragt, ob er auch mit ihm Rennen fahren will und ist dem Ravenclaw Kessler hinterhergejagt. So, und in der Porsche-Zeitschrift Christophorus steht was drin? He started training, wenn es sich um den Mercedes-Benz von Reventlow ging. So sieht die Situation aus. Man hat damals auf öffentlichen Straßen trainiert. Ganz einfach. Dann geht's mal weiter. Ja, Sekunde, ich wollte nur eben sagen, hier auf der anderen Seite, hinunterschauend auf seine Hände, hat Jimmy sich einen Ring vom Finger gleiten lassen und hat ihn Rolf gegeben und gesagt, du bist mein Schutzengel, ich möchte, dass du das hast. Hier steht nichts von Brillantring, ne? Nein, ist auch nicht. Ist auch kein Brillantring Nee, gewesen. nur mal Deswegen sage eben, ich ja, das ist. weil du das eben sagtest, hier steht eben nichts von Brillantring. Ich meine, Nein. ein Nein. Ring vom Finger oder ein Brillantring, das macht schon einen kleinen, aber doch deutlichen Unterschied, den man in einem solchen Buch doch normalerweise vermelden würde, wenn es denn so der Fall gewesen wäre. Das wollte ich nur eben kurz bemerken, ne? Ich wollte ja nur sagen, ich bin ja auch ein aufmerksamer Ja, Zuschauer. prima. Und auf unterem Satz steht dann auch noch hier: Dean looked around, concluded. Also, Dean schaute um sich, als sie weggefahren sind, in die Richtung der Unfallstelle. Concluded und hat also festgestellt, dass eben die Autobahn frei war von irgendwelchen Offizieren, von irgendwelchen Polizisten Agenten, und so weiter. Polizisten, ja. Ja, genau. Und hat eben dann das Gaspedal runtergedrückt und hat eben dann 85 Meilen pro Stunde erreicht. Und die sind bergauf gefahren zu dem Zeitpunkt. 85 Meilen, bergauf schon mal. Da sind wir schon bei 135 km/h. Bergauf, wo 90 erlaubt sind.
Erzählt mir doch bitte nichts, das ist alles durch Zufall und der hat nicht und der andere ist schuld, ist klar. Also nochmal, die haben sich ein Rennen geliefert und James Dean war heiß nur auf Rennen fahren, nichts anderes. So, hier ist genau der Schnitt, wo ich eben diese E-Mail bekommen habe, beziehungsweise die Nachricht bekommen habe von Lee Reskin. Er hat gesagt, es weiß niemand ganz genau, wie lange der Aufenthalt bei Blackwell's Corner war. Es sind ungefähr 25 Meilen. Wir haben festgestellt, es sind 27 Meilen vom Blackwell's Corner bis zu der Kreuzung 46641. Und James Dean hat seiner Meinung nach irgendwo zwischen 85 und 110 Meilen Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt da. Und der Rolf wüsste eben nicht, wie hoch die Meilen sind. Er hat dann immer in Kilometer umgerechnet und zwar umgerechnet aufgrund des Tachometers. Er meint also dann wohl den Drehzahlmesser anstelle des Geschwindigkeitsmessanzeigers, also des Tachometers, bei uns etwas umgedreht. Ne? Also von daher nichts Genaues weiß man nicht. Man weiß nur, der Anruf zur Ambulanz von Chulainn, von Robert White, kam kurz nach 6 Uhr. Das heißt, der Unfall muss auf jeden Fall vor 5.50 Uhr passiert sein, weil ansonsten hätte eben der Robert White, unser Pontiac-Fahrer, der gesagt hat, he left us standing still, eben dann den Anruf gar nicht tätigen können. Er musste erstmal in sein Auto steigen und dann dahin fahren und dann da erstmal zum Telefon und so weiter. Dann hatte er noch kein Handy. Ne? Und Lee Reskin sagt auch, Herr Bruce Kessler hat gesagt, dass er dachte, dass Jimmy also wirklich versucht hatte, ihn einzuholen. Trying to catch him. Das ist Fangenspielen. Ja, der eben 10 bis 15 Minuten dann eben, which left 10 bis 15 minutes from Blackwell's Corner, der eben dann 10 bis 15 Minuten früher von Blackwell's Corner abgefahren ist. Also, Angst und Schuld wurden die ständigen Begleiter. Schädelbruch, ne? Nochmal. Also, der Mann hat ein Trauma, der hat Probleme. Der fühlte sich auch schuldig an den Selbstmorden, die dann also gekommen sind. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ne? Und deswegen hat man jetzt angeblich in diesem Abbruchhaus eben auch einen Koffer und Dokumente und alles gefunden mit diesem Vertrag vom 18.07.1981. Also ganz kurz auf der nächsten Seite vor seinem Ableben. Ja, ganz kurz. Herr Michael Rask, das ist nämlich genau der, der den Vertrag gemacht hat. Der Michael Rask ist auch sehr interessant. Der hat also dann, der war da auch schon so ein bisschen vorsichtig mit seinen Verträgen, weil der ist mal vorher völlig geleimt worden. Das ist eine Geschichte allerdings, die kommt aus dem Sportbereich und die kann ich jetzt nicht komplett wiedergeben. Es geht sich da um jemand, der ihn dann quasi linken wollte und deswegen war er natürlich dann vorsichtig. Aber Rolf Wüterich hat dann also auch noch gesagt und so weiter, er ist ein Ehrenmann und halt hält sich pflichtgemäß an den Vertrag. Ne? Und deswegen wollte er sein USA-Visum dann da erreichen und so weiter. So hört sich nicht jemand an, der Selbstmordgedanken hat. Würde ich mal sagen. Ne? Jemand, der also 10.000 D-Mark, Entschuldigung bitte, 10.000 D-Mark Vorschuss bekommt und in den USA gehen will und so weiter und der einen Vertrag unterzeichnet, ist nicht unbedingt der absolute Selbstmordkandidat. Machen wir weiter. Also, er hat wohl einige Gläser Adolfsfurzer, also angeblich irgendwelchen Rotwein, habe ich irgendwo mal gelesen, wenn das stimmt, dann gemacht worden. Und ja, er hatte wohl am Telefon angeblich, woher die Information kommt, weiß ich jetzt nicht, dann schon 40.000 D-Mark versprochen bekommen und 160.000 D-Mark und hier und da und doch und Amerika-Material und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles aus diesem Buch, ne? Damit ihr seht, also ich habe dieses Buch und ich mache das jetzt, damit ihr seht, also ich erzähle jetzt nicht nur irgendetwas aus dem Internetwissen, sondern ich besorge mir die Bücher selber und vergleiche die. Und dann gucke ich mal, wie das dann eben dann besser, wie das dann eben dann so zusammenpasst. Ne? So, und unten drunter steht dann eben dann, dass es dann eben noch mehr Geld ist und dass eben Rolf Wüterich dann verunglückt ist und ja, er stolperte dann in einen Vorgarten und so weiter und so fort. Auf regennasser Straße die Herrschaft über sein Auto verloren. Er starb an der Unfallstelle. An Schädelverletzungen, nochmal. Sehr, sehr traurig eigentlich. So, und auf der nächsten Seite steht er dann, seht ihr dann, was die Presse draus macht? Ja? Deutscher Freund starb im Auto. Also es gibt keinen Rolf Wüterich ohne James Dean. Also sofort immer James Dean dabei. Ne? Also egal, was der Rolf Wüterich gemacht hätte in seinem Leben, sofort ist er immer der Beifahrer von James Dean. Also der James Dean ist immer im Gepäck. Ne? Immer im Gepäck. So, und so hat er eben kurz vor seinem Ableben da gewohnt, der Herr Wüterich. An dem nächsten Bild, ganz normal in seiner Dachgeschosswohnung, hat nichts mehr mit Hollywood und Kalifornien und Sunset Strip und alles zu tun. Beide starben in einem Auto, Jimmy in der Wüste Kaliforniens, Rolf in einem Vorgarten.
Und das hat mit Schutzengel von James überhaupt nichts zu tun. Wo war denn der Schutzengel von James, als er einen Unfall hatte? Hallo? Mann, 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 Leute. Und selbst einen renommierten Motorjournalisten, mit dem ich auch schon mal Kontakt hatte, der schreibt jetzt hier in einem Bericht, 17:58 Uhr zeigte die Uhr, als es zum Unfall kam. Ja, sorry, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch die Todesurkunde zeigen kann von James Dean. Da steht drauf 17:45 Uhr. Ja, also ich weiß nicht, welche Quellen immer hier benannt werden. Ja. Und hier steht drauf, und das ist ein Interview, was der Redakteur hier mit dem Rolf Wüterich geführt hat, dass zu dem Zeitpunkt der Rolf Wüterich auf dem Beifahrersitz schlafend war. Also was denn jetzt? Entweder schläft er oder aber, der sagt zumindest, plötzlich kam dieses Auto. Ja, wir fuhren 190 und plötzlich kam dieses Auto. Also ihr seht, alles widerspricht sich völlig. Ja, er war nach dem Unfall kurz bei Bewusstsein, hat nach Jimmy gefragt und es ist wieder dunkel um ihn geworden. Tja, und dann hat er eben gesagt, die Geschwindigkeit, da gibt es unterschiedliche Angaben, die sich aber nicht wesentlich unterscheiden. Da habe ich eine ganz andere Idee zu. Ich denke schon, dass sie sich wesentlich unterscheiden. Aber für mich ist eben nicht ein Gutachten wichtig, sondern eben die Zeugenaussage. Ne? Und er sagte jetzt hier, Rolf Wüterich hatte Halluzinationen, glaubte ein evangelischer Pfarrer zu sein und erzählte mir von Heilungsversuchen per Elektroschocker. Jetzt sitze ich ihm in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Siegburg gegenüber. Und er sagt, unten drunter. Also Rolf Wüterich sagt, ich habe an den Rennstrecken erlebt, dass zum Beispiel Clark Gable von Menschentraum umringt war, während James Dean nur wenig entfernt war, fast unbeachtet blieb. Eigentlich hat Jimmy damals die Jugend von heute verkörpert, er lehnte sich innerlich gegen vieles auf, fühlte sich unverstanden. Was er machte, machte er richtig intensiv. Er war eigentlich wie der Jugendjunge von nebenan, dem jede Mutter gerne ihre Tochter anvertraut hätte. Ja, außer Pier Angeli, ne? Und er sagt nachher gesagt, ich möchte in meiner Einsamkeit diese Katze nicht mehr missen. Und James Dean hätte gerne eine Ferrari Formel 1 gesteuert. Ja, woher kam der Traum wohl? Ne? Ich würde mal sagen, Lance Ravenslows Stiefvater. Ne? Und dann ist eben um 17:48 Uhr plötzlich dann wohl dieser Unfall dann passiert. Ne? Weswegen jetzt dann plötzlich unten 48 steht und 58 da oben, kann mir dann auch keiner sagen. Das ist innerhalb von einem und denselben Artikel. Und Rolf Wüterich nimmt seine Katze, schließt die Tür und sagt, es ist alles Schicksal. Ja, vielleicht hätte er sagen sollen, es ist alles vorbestimmt. Diese Geschichte ist im Jahre 1979 für die Zeitschrift Rocky geschrieben worden. Und er sagt jetzt hier, der Motorkritik-Journalist sagt, die Chronistenpflicht gebietet es noch weiter zu informieren. Er ist aus ungeklärten Gründen in einem Honda Civic verunglückt. Auch um seinen Tod ranken sich Gerüchte. Man weiß, dass er an diesem Abend einem Kegelverein als Gaskegler auch alkoholische Tränke zu sich genommen hat. Andere halten einen Selbstmord dieses Mannes nicht für ausgeschlossen. Tatsache ist aber, dass er infolge überhöhter Geschwindigkeit und vermutlich alkoholischer Einwirkung von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen eine Hausmauer geprallt ist. Und er wurde 54 Jahre alt, was schon wieder nicht stimmt. Weil der ist nämlich 53 Jahre alt gewesen. Also bitteschön. Also ich kann nicht umhin zu sagen, also ich weiß nicht, was Journalisten den ganzen Tag über machen. Ich weiß nur eins, wenn hier steht vermutlich alkoholische Einwirkung, wo ist dann das Ergebnis der Blutprobe? Hier sind mir zu viele Unwägbarkeiten drin. Ja, im Tagesspiegel sagt man hier, es geschah um 17:59 Uhr. Also wie viele Zeiten, da haben wir jetzt hier einen Würfel oder was? Kaum ein Unfall ist so genau erforscht worden wie dieser. Ja, aber warum weiß man denn da nicht die Zeit, Herrje? Der Autonarr James Dean war unterwegs zu einem Rennen auf einer Strecke, die so langweilig war. Klar, die so langweilig war, dass der kurz vorher Menschen gefährdet hat, lebensgefährliche Manöver gemacht hat bei über 100 Meilen pro Stunde. So langweilig war die Strecke für den James Dean, dass er gesagt hat, nö, ist mir jetzt so langweilig hier, ich überhole einfach mal bei starkem Gegenverkehr. Mann! Dass sein Mechaniker Wüterich auf dem Beifahrersitz einschlief. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn jemand einen absoluten Überholmanöver macht bei 160 mit einem offenen Auto, mit einer ganz kleinen Windschutzscheibe, dass irgendjemand auf dem Beifahrersitz einschläft? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie man ausgerechnet hat um 17:59 Uhr und 10 Sekunden, da kann man sich doch nur noch an den Kopf fassen, oder? Das ist der Totenschein von James Dean. Da steht drauf 545P. Um 17:59 Uhr und 10 Sekunden, wie man ausgerechnet hat. Hatte man damals ein GPS oder was? Entschuldigung, aber da kann man noch nicht mal bei ruhig bleiben bei dem ganzen Müll, den hier bei James Dean erzählt wird. Das hat doch System. Das ist doch nicht mehr zufällig. Ich könnte mir einen guten Grund vorstellen, warum
jemand erzählt oder jemand die Nachricht streut, dass Rolf Wüterich eingeschlafen ist. Ich könnte mir sogar einen sehr guten Grund vorstellen. Denn der Rolf Wüterich hatte lebendlang Angst vor den Fans. Der Rolf Wüterich hätte niemals den Fans sagen können, pass mal auf, der James Dean, das war ein absolut waghalsiger. Der hat bei Übertempo 160, hat der da Manöver gefahren. Wir haben Leute abgedrängt und alles. Ich hatte Angst um mein Leben. Das hätte der nicht machen können. Die haben ihn so oder so schon geschlagen. Das ist jetzt eine Vermutung, aber ich denke, die ist recht wahrscheinlich. Noch jemand, der dann ein gewichtiges Wort mitzureden hätte, wäre der Jack Warner. Der ist nämlich ein Mitglied der Mount Olive Lodge 506, ein Freimaurer. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Zufall ist, dass der James Dean und seinem 356 Speedster Ausrede Nummer 33 da trägt. Und der war zu diesem Zeitpunkt der Präsident und die treibende Kraft hinter Warner Brothers Studios. Und der hat also über 45 Jahre dieses Ding geleitet. Das war ein Freimaurer. Der wollte seinen Star-Kult aufbauen. Wenn irgendjemand verdächtig ist, den Star-Rummel um James Dean in Gang zu setzen, dann bitte schön er. Denn der James Dean hat ihn eine ganze Menge geärgert. Dann hat er gesagt, ja, jetzt ist er tot, aber ich verdiene da nach wie vor immer noch Geld dran und ich will dem Herrn Warner jetzt gar nichts, aber das ist ein Geschäftsmann. Da geht es sich ums Geschäft. Und ich weiß, dass es auch andere Menschen gibt mit anderen Meinungen, und das ist meine Meinung dazu. Ich denke, James Dean ist maximal ausgebeutet worden und deswegen durfte er letzten Endes dann zwar noch gerade so das Auto fahren, das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn jemand anders ihn hätte verunglückt, also deswegen die Idee mit dem Rolf Wüterich hat das Auto gefahren, um den James Dean dann absolut reinzuwaschen, aber wenn das schon nicht geht, dann muss man natürlich die Geschichte dann so machen, dass der Rolf Wüterich dann da einschläft und dass man dann die Geschwindigkeit dann schätzt und dass man dann Unternehmen hat und Computermodelle hat, die dann 40 Jahre später feststellen, wie schnell der gefahren ist. Dann guckt man sich nicht die Gerichtsprotokolle und die Polizei und die ganzen Tatzeugen an und so weiter. Die guckt man sich nicht an. Man macht dann Computermodelle. Wofür? Um den Status und die Rolle und den Kult um James Dean weiter zu befeuern. Deswegen. Das bringt Geld ein. Es geht sich nur ums Geld. For the love of money. Denn TV und Video und alles ist der neue Gott, sagt eben auf der nächsten Seite. Wer? Anton LaVey. Television is the major mainstream infiltration for this new satanic religion. Also die Television, der Fernseher ist die größte Hauptstrominfiltrierung für die neue satanische Religion. Auf dieser Seite hier, goodfight.org, sagen die, Jim Dean und Elvis waren die Sprechtüten hier für die neueste Generation. Der war einfach ein Genie. Sie waren die Sprachmänner für eine ganze Generation, an entire. Ja. Für eine ganze Generation. Ja. Ja, ich bin hier in Rage gerade, weil ich was so ja, ätzend, dass so viele... Sprachtüten finde ich ja ganz lustig, aber es ist halt eine ganze Generation. Ja. So, auf der ist nächsten ja in Ordnung. Seite... Ich kann deine Gefühle absolut verstehen. Wenn ich so viel Geld und Arbeit in diese Untersuchung investiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mindestens so wie du jetzt gerade eben. Aber... ja, es ist halt für eine ganze Generation. Und es sind sogar mehrere Generationen. Ich meine, ja, ich war James Dean-Fan. Rebel Without a Cause habe ich gesehen und ich war verkauft an den Mann. Ne? Mhm. Ja. Da kann man sich sehr leicht mit identifizieren. Ja, wenn man jung ist. Wenn man jung ist, ja. Und Geld braucht. Und wenn man Jesus Christus nicht hat. Ja, sowieso. Und da kommt jetzt genau das Sprichwort, ist jetzt genau auf der nächsten Seite, ne? Es wurden alles Trends, ne? Lederklamotten, der Haarstil und schnelle Autos, populär Trends. Ne? Und innerhalb eines Jahres nach seinem Tod hatte er eben einen Christus-ähnlichen Status und wurde der größte Kinostar in Amerika und eventuell sogar der ganzen Welt. Ne? Christ-like, der Erlöser. Ne? Diese Pose da mit dem Gewehr, wo dann die Elizabeth Taylor dann vor ihm. Ne? Und sein Autounfall ist dann quasi so ein virtueller Schrein und dann pilgern die Leute dahin, ne? Pilgern. So. Und sein Co-Star in Rebel Without a Cause, der Simon Neo, der später auch umgebracht worden ist, hat gesagt, nee, also der James Dean hat also die ganze Jugendbewegung hat er überhaupt erstmal zum Laufen gebracht. Ne? Und in diesem Artikel von GoodFight.org wird gesagt, dass eben das Resultat von okkulten Kräften wäre, dass sie also dann eben das soziale Wesen hier beeinflusst hätte. Und Deans Tante hätte ihm ja? Ja, du sagtest gerade von goodfight.org ist die Seite. Ist das nicht derjenige, der die
Dokumentation gemacht hat von They Sold the Soul for Rock'n'Roll. Ich weiß nur, dass er die Dokumentation gemacht hat von Queen, Present from the Devil. Das kann sein, müsste ich gucken. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich dachte, dass es der war, ja. Der Ich beschäftigt sich weiß jetzt anscheinend mit nicht. Kann solchen jetzt Sachen. gerade nicht gucken. Kannst du ja vielleicht in der Zwischenzeit schauen mal eben, aber ich weiß es jetzt nicht. Kann ich nicht, ich habe ja den Schirm hier. Du Ach hast so, den ja, nicht. stimmt, genau. Du bist ein Witzbold, ey. Das ist hier nicht bei Brett, ne? Ja, wir sind zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen, ne? Genau. Ja, also, okay, also Die jetzt. Zeiten sind hoffnungslos, aber nicht verloren, ja. Genau, ja. Gestern haben wir einen Schritt vom Abgrund, heute Und sind wir heute sind wir schon einen Schritt weiter. weiter, ja. Genau. Also, Deans Tante hat ihm gesagt, dass er also als junger Mann hätte, wäre er schon in Kontakt mit den geistigen Entitäten gewesen. Und er hat gesagt, nee, nee, also sie hat gesagt, Entschuldigung, er hat also nicht zu Bäumen gesprochen und so weiter oder zu irgendwelchen Wuchseln oder so weiter. Er hat gesagt, nee, nee, also weißt du, mit wem ich spreche? Dann hat er mich angeguckt mit einem ganz normalen Ausdruck und hat gesagt, nee, mit meiner Mutter spreche ich. Und James DeWitt, ein Personal Friend. Ah, oh, als ich das gelesen habe, a Personal Friend. Oh nein, das kann nicht sein. Der ist alles andere als ein Freund gewesen. Das ist nämlich der Beschuldigte, der Dean also angeblich da belästigt, beziehungsweise benutzt oder missbraucht oder wie auch immer da hat. Ne? Er hat gesagt, also dieser Pastor hat gesagt, er hat über James Dean gesagt, dass der James Dean geglaubt hätte, dass eben der Geist seiner verstorbenen Mutter zu ihm gekommen wäre. Mein gut, der hat ihn gekannt, da war der 11. Hallo. Also es gibt tausend Sachen. Ne? Wir können jetzt auch in den James DeWitt unendlich reingehen, aber dann hört das nie auf. Ja? Und der Marcus Winslow, also von dem Dean erziehenden Großeltern, der Sohn, muss man so sagen, der hat gesagt, also Mama und Papa, also diejenigen, die James Dean aufgezogen haben, die haben ihn nie seine Mutter erwähnen hört. Und das kann auch nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Das sagt der Marcus Winslow Jr. Ja? Er hat nicht viel über seine Mutter gesprochen. Ne? Ich habe ihn nie, also das seht ihr jetzt alles da, was da steht im Interview. Ne? Gleichzeitig sagt mir die nächste Quelle, Too Fast to Live, Too Young to Die, schon wieder zum dritten Mal dieses Buch unten drunter und so weiter. He never got over the dead. Er ist nie über den Tod seiner Mutter hinweggekommen, logischerweise. Es hat ihn traumatisiert und das siehst du auch in seinem Schauspielerei auf Seite 26. Und auf Seite 77 unten drunter steht drauf, Much of Jimmy's inner torment came from the early demise of his mother. He talked a lot about the fact that his mother had died and left him. Also er hat eine Menge darüber geredet, dass seine Mutter gestorben ist und ihn verlassen hat. Und das ist jetzt hier in seinen späteren Jahren, als wenn er das nie erzählt hätte. Seine Mutter stirbt im Alter von 9 und er erzählt zu Hause nie von seiner Mutter. Was sind das alles hier für Aussagen? Und hier steht auf Seite 90 steht das interessante Detail. Ne? Myla Noomi, wir kennen doch die Vampire, ne? Die hat mit ihren psychischen Fähigkeiten angegeben, so wie James Dean mit seiner Geschwindigkeit immer. Ne? Okay, Jimmy ja gut. yearned to connect with something beyond the physical world. Also James Dean hat danach verlangt, mit etwas weiter als diese physische Welt Kontakt aufzunehmen. Also Genau, und dann aus dem er Nichts hatte hat das er Verlangen behauptet. zum Spiritismus. Ja. Und dass er dann die Frau nicht heiraten durfte, weil er kein Katholik war, das verstehe ich nicht. Also das ist ja doch eine ziemlich katholische Eigenart, die er hier an den Tag Das legt, ist eine ne? ganz, ganz fiese Sendung, die letzte hier. Auf jeden Fall ist es dann, steht dann auch noch drauf, aus dem Nichts hat er dann behauptet, er hätte also ganz starkes Gefühl, dass irgendetwas versucht, mit ihm Kommunikation aufzunehmen. Kontakt aufzunehmen, ja, mit ihm Kontakt zu aufzunehmen. kommunizieren, Ne? ja. Da war irgendetwas da draußen, irgendetwas, was er dann hören musste, irgendwas, was er lernen musste und so weiter. Und er hat also dann eben die Theorie aufgestellt, dass ein Medium ihm helfen würde, um eben mit dieser Kraft dann in Verbindung zu stecken und so weiter und so fort. Und das könnte eventuell dann irgendwie durch seine Kunst dann finden. Ne? Interessant, gut. Diese Seite, goodfight.org, behauptet, dass Buella Roth, das müsste die Frau des Fotografen sein, der jetzt auch auf seiner letzten Reise bei, ne, wir wissen jetzt auch noch, ne, wie findest du denn eigentlich den Spider, Jimmy gefragt hat, bei Blackwell's Corner, die hat gesagt, dass der Dean eben in Kontakt treten wollte mit einer toten Schauspielerin namens Sarah Bernhardt, die weltbekannteste Schauspielerin ihrer Zeit, gestorben 1923. Die ist jetzt nicht so ergiebig sozusagen, aber jemand, der mit ihr zusammen war, ist ergiebig, und zwar der Alfons Maria Mucha, der ist nämlich derjenige, der so Amateurfotograf, Kunstgewerber, Grafiker und so weiter. Und der hatte so eine Gelegenheitsarbeit für ihn, genau diese Frau Bernhardt. Und der wurde eben Ehrenritter und auch Mitglied der Freimaurer und so weiter und als Wiederbegründer der tschechischen Freimaurerei. Also sie eben auch überall. Ne? Und die Frau Roth,
Also hier die Fotografendame da, die sagt, es gab ein Hotel in Venice, Kalifornien. Ich denke, ach, guck mal, interessant, ein Hotel in Kalifornien. Und wo die Sarah Bernhardt da abgestiegen ist, wenn sie dann hier hingekommen ist, um hier aufzutreten. Und der Jimmy wäre angeblich begeistert gewesen, hat gesagt, Mensch, lass uns da hinfahren, lass uns da hinfahren. Also ich weiß gar nicht, was er in seinen 24 Jahren noch alles da gemacht hat. Also der Mann muss echt kaum Schlaf gefunden haben. Und das war eben dann so ein Durchreisehotel und so weiter. Und hat gesagt, Mensch, also ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss da hin. Und der hat einen alten Mann gefragt, Mensch, also wo hat die gewohnt? Wo hatte die gewohnt? In welchem Raum? In welchem Raum? Ich muss da rauf. Und Jimmy hat gesagt, jetzt geht ja alle raus hier, ich will ja alleine sein und ich möchte, dass Sarah Bernhardt zu mir kommt. Und dann hat er sich aufs Bett gelegt, wo sie dann wohl geschlafen hätte und da hat er gesagt wohl, oder hat sie jetzt gesagt, dass er gesagt hätte, er hat wirklich gefühlt, dass er da Kontakt aufgenommen hat mit dieser Sarah Bernhardt. Ne? Unglaublich, oder? Ob man das alles glauben soll oder muss oder darf oder wie auch immer. Ja. Jimmy hat gesagt, Mensch, du kannst gar nicht die Sachen machen, die ich mache. Ich flirte mit dem Tod und ich komme durch. Ne? Du nicht. Ja. War dann auch mal ein schlechter Prophet. Ne? Und deswegen hat er dann auch die Eartha Kitt gefragt, also seine Tanzlehrerin, ne, die er als Teufel gesehen hat, wegen ihren übernatürlichen Fähigkeiten als eine Künstlerin. Ne? Auf der nächsten Seite, dieses bekannte Bild von Eartha Kitt, wir wissen ja noch, Bad Women und so weiter. Und er war eben überzeugt, dass sie spezielle Kräfte hätte und hat eben dann versucht, dass sie dann irgendwie dann mit ihm zusammen eine Osmose eingeht. Und er hat dann eben ihre Kräfte als Voodoo-Trips so, ne, bezeichnet. Aber gut. Wenn das so alles so stimmt, also jeder kann natürlich alles sagen, aber jetzt wird es erst richtig interessant. Wenn ihr bis jetzt gedacht habt, naja, gut, Wüterich und dieses und jenes und so weiter, auch, ja, jetzt wird das richtig interessant, ne? Jetzt behauptet ein Herr Gilmore hier, es gab keinen jungen, seriösen Schauspieler zu dieser Zeit, der nicht seine Seele an Satan verkauft hätte, um in einem Elia Kazan-Film dann aufzutreten. Und Dean hat ja auch gesagt, I have a fairly satanic knowledge of satanic forces. Und die meisten Leute glauben ja, das hat irgendetwas mit dem Vampir zu tun, aber die hat ja überhaupt keinen Schimmer. Aber der. Und der hat eben dann den kennengelernt, den populärsten satanischen Filmmacher seiner Tage. Und zwar Samson DeBrier. Aus dem Buch Five Easy Decades, wie Jack Nicholson der größte Fernsehstar geworden ist von Dennis McDougall. Da steht auch drin, dass Jimmy in einem Sarg liegt und so weiter und dann eben von anderen Menschen umgeben wäre, die ihm dann geholfen hätten, den Geist seiner verstorbenen Mutter zu erreichen. Interessant, ne? Das in einer Biografie über Jack Nicholson? Gut, dann müssen wir jetzt wieder in die nächste Biografie rein. Schon wieder sind wir in diesem Buch von James Deans letzten Stunden, Too Fast to Live, Too Young to Die. Hier wird benannt der Samson DeBrier. Samsons Haus war ein Museum und so weiter und so fort. Und das kommt jetzt alles noch. Das kommt jetzt alles noch, was hier ist. Ne? This is Jack Nicholson. Das müssen wir jetzt alles gar nicht rein. Dann verlieren wir hier so ein bisschen die Pointe. Real James Dean. Intime Erlebnisse, intime Erinnerungen an die von denjenigen, die ihn am besten gekannt haben. Ne? So, Jack and his peers did to get to see. Also Jack und sein Gefolge haben eben dann den James Dean-Film East of Eden gesehen, aber und so weiter und so fort. Und der Jack Nicholson ist dann entdeckt worden von dem MGM-Producer Joe Pasternak. Ihn entdeckt in einem Aufzug. Er hat gesagt, Mensch, kannst du dir vorstellen, ein Schauspieler zu sein? Hat der Jack gesagt, na ja, gut, also, nö, also eigentlich nicht. Aber so ist er dann angeblich entdeckt worden. Also das muss man jetzt alles glauben und ich glaube da nicht allzu viel von. Aber nochmal zurück zu der Geschichte jetzt hier. Jetzt komme ich in der große Knaller. Der Samson DeBrier, der ist definitiv mit dem James Dean zusammengekommen. Und der James Dean hat ja gesagt, der hat auf jeden Fall eine ausreichende Kenntnis von satanischen Kräften. Und ich sage, das ist der Grund. Oder zumindest mit der Grund. Samson DeBrier. 1954 in dem Underground-Film Inauguration of the Pleasure Dome von Kenneth Anger. Da brauchen wir jetzt die Riesenalarmsirene. Der hat da nämlich eine Hauptrolle gespielt in diesem Film. Der Film ist von 1954 und wurde in verschiedensten Versionen, unter anderem dann auch mit dem Eldorado von dem ILO-Orchester, Electric Light Orchester, dann auch vertont. Da habt ihr jetzt mal eine Szene daraus, die Dame da oder irgendetwas mit dem Pentagramm und so weiter und so fort. Das ist ein Film, der reflektiert von Kenneth Anger, ein absoluter Satanist, der Lucifer auf seine Brust tätowiert hat, sein tiefes Interesse in Thelema, der Philosophie von Aleister Crowley und seinen Followern und so weiter. Unter anderem mit Marjorie Camerons Rolle als der scharlachroten Frau.
wo der Crowley ein Konzept hatte einer rituellen Maskeradeparty, wo eben dann die Gäste als Götter und Göttinnen oder Götzen und Götzinnen als direkte Inspiration für diesen Film dienten. Ne? So, und wer ist Marjorie Cameron Parsons Kimmel? Die müsst ihr mittlerweile kennen. Ja? Das ist eine Anhängerin von Thelema, von Aleister Crowley. Sie war verheiratet mit Jack Parsons, JPL, der Firma, die heutzutage auch diese angebliche Mars-Rover-Mission hochgeschossen hat. Und die hat zusammen mit dem Jack Parsons und dem Gründer von Scientology, dem Ron Hubbard, diese sexualmagischen Rituale namens Babylon-Working gemacht, lange vor James Dean. Das ist der Film Inauguration of the Pleasure Dome. Vertrieben von Mystic Fire Video. 1954 rausgekommen. Das heißt, der Film war schon rausgekommen, als oder bevor James Dean überhaupt berühmt war. Mit Samson de Brea, der in diesem Film das Folgende gespielt hat. Der Lord Shiva, also der Gott der Zerstörung, des Todes. Osiris, der Gott der Unterwelt. Nero, also angeblich derjenige, der Rom abgefackelt hat. Und das große Biest. Da braucht man nichts mehr drüber zu sagen. The Great Beast ist übrigens auch der Titel, den Aleister Crowley als weltbekannter Satanist sich selber gegeben hat. Und die Marjorie Cameron hat eben die scharlachrote Frau und Kali gespielt. Kali ist die ursprüngliche, angebliche Bedeutung der Zunge von den Rolling Stones. Da gibt es auch noch eine Aphrodite. Hallo, aber Leute und so weiter. Und der Kenneth Anger, der hat dann auch noch Hekate gespielt. Also dann sind wir hier bei Gender Agenda gelandet, ne, wenn er eine Sie spielt. Und der Curtis Harrington, der hat einen Caesar, einen Schlaven und einen Schlafwandler gespielt. Und der Curtis Harrington war auch genau der Filmemacher, der da mitgespielt hat, den James Dean unbedingt treffen wollte. Und dieser Film ist quasi ein Vorläufer von Lucifer Rising. Und dieser Film hat Kultstatus, natürlich Anbetungsstatus. Das kommt von einem Crowley-Konzept. In diesem Film wurden dann eben Sequenzen ausgestrahlt und benutzt von aus der Hölle, aus einem 1911er italienischen Stummfilm auf der nächsten Seite, L'Inferno, also die Hölle, ne? Das Inferno. Dieser Samson Le Brea ist 1922 nach Hollywood gekommen, wo er dann den ersten Teil oder einen kleinen Teil gekriegt hat in dem Film Salome. Ja, Salome hat jetzt auch wiederum nicht mit der biblischen Salome zu tun, sondern mit einer Oper, wo die Salome dann auch diesen Tanz der sieben Schleier und so weiter und hat dann doch wieder hintenrum was mit der Bibel zu tun. Das hat nämlich genau mit der Köpfung, mit der Enthauptung von Johannes dem Täufer zu tun. Ihr glaubt doch nicht, dass diese Leute etwas anderes im Kopf haben als die satanische Medienagenda, oder? Der ist dann nach Los Angeles gekommen. Ja klar, da dreht sich doch die ganze Geschichte mit dem James Dean drum um Los Angeles. In den 50ern hat er einen regulären Salon an seiner Barton Avenue und das ist eben dann von Künstlern und Schriftstellern und Schauspielern und Filmmachern und Okkultisten besucht worden. Und die Besucher waren also total fasziniert von seinem Wissen des Okkulten. Es wird gesagt, dass er Witchcraft praktiziert hat. Und der hat noch einiges anderes produziert, bei der in einem Film mit Kenneth Anger aufstrahlt. So, und der Curtis Harrington, den der James Dean unbedingt treffen wollte, der hat Folgendes gemacht. Der Untergang des Hauses Usher, ach du liebe Güte, ja? Edgar Allan Poe. So, die Königin des Blutes, satanische Spiele, Höllenhund und dann auch noch Fernsehfilme. Oh, der Denver Clan. Höre ich da irgendwo Joan Collins, die ja auch wiederum ein Date hatte mit James Dean. Wonder Woman, drei Engel für Charlie. Oh, unglaublich, oder? Ihr seht, es dreht sich immer alles um dieselben. Kenneth Anger, Curtis Harrington. Dann hier weiter geht's mit Jack Nicholson und Dennis Hopper. Dennis Hopper hat zusammengespielt mit, na genau, James Dean. Mann. Und den Okkultisten Jack Parsons, Marjorie Cameron und Anton LaVey. Klingelt es jetzt mal vielleicht, warum diese ganze Geschichte in Los Angeles da so ist. Die sitzen alle da. Wenn der James Dean ein bisschen weiter gelebt hätte, der wäre genau immer weiter versandet in diese ganze Geschichte. Und was steht jetzt hier noch drin? Guckt ihr das an? Auch wiederum aus dieser Biografie, Seite 91, Too Fast to Live, Too Young to Die, von Keith Elliott Greenberg. Hier steht drin. Pierre Angeli had the kind of family that Gilly craved, a twin sister who was also an actress and a mother who appeared to be involved in her life. Also hätte er alles zusammen gehabt in dieser einen Person. Und jetzt geht's hier los. Loop Record, den hatten wir ja schon mal, das ist eben genau dieser Mensch, der den 356 Speedster ja auch gekauft hat. Martin Landau und Sammy Davis Jr.
Pierre, also Angeli, gab Jimmy Dean die St. Christopher-Medaille. Ich denke, nein, kann nicht sein. Erstens, Sammy Davis Jr. verlor 1954 bei einem Autounfall sein linkes Auge. Auch interessant, wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Und der ist ja bekannt aus Poor Devil. Wir erinnern uns an Christopher Lee und da ist er zusammen mit Anton LaVey. Und wer ist eben dann da benannt worden? Anton LaVey, ne? Mit dem Samson DeBrea. Und dann hat der James Dean, was ja auch wunderbar funktioniert hat, diesen Christophorus bekommen von Pier Angeli. Ne? Angeblich oder anscheinend hat er den ja wohl nicht bei seiner letzten Fahrt angehabt, oder? Den habt ihr unten drunter. Das ist der Christopher. Saint Christopher Protect Us. Hat ja wunderbar funktioniert, deswegen heißt ja auch die Porsche-Zeitschrift Christophorus. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer jetzt immer noch glaubt, das sind alles Zufälle. Nein, die Pier Angeli war katholisch, deswegen. So, die Marjorie Cameron spielt den Kenneth Angers Film Inauguration of the Pleasure Dome, die Kali und die scharlachrote Hure Babylon, also Babylon. So, und später hat sie dann eben, ne, den Herrn Jack Parsons geheiratet. 1954 hat eben der Samson DeBrea verschiedene Rollen gespielt, unter anderem eben in genau diesem Film von Kenneth Anger. Und wenn ich Kenneth Anger kenne, dann bin ich absolut in dem satanischen Zirkel drin. Jimmy wollte unbedingt den Samson treffen und mit ihm reden. Er kannte die Harrington-Experimentalfilme und Jimmy wollte eben den Harrington genauso treffen. Und deswegen hat James Dean auch noch angegeben an Heather Hopper: Ich habe The Golden Bar und Desaad studiert. Ich denke, jetzt fällt dir alles aus dem Gesicht, oder? Aleister Crowley hat in seiner 960 Seiten Autobiografie die Geständnisse von Aleister Crowley gesagt: Nicht umsonst habe ich The Golden Bar studiert. Und das ist genau das Buch, wo sich The Wicker Man drauf bezieht. Und James Dean hat dann gesagt zu Hedda Hepper: Ich habe The Golden Bar studiert. Steht zumindest hier benannt drin. Aber wenn ich halt mit Samson DeBrea in Los Angeles und Kenneth Anger, dann wundert mich da überhaupt nichts mehr. I have a fairly adequate knowledge of satanic forces. Und alle Menschen rennen der Vampira hinterher, anstatt zu gucken, das kommt von Kenneth Anger und Samson DeBrea. Das hatten wir in dem Christopher Lee Script ausführlich beschrieben, dieses Buch, wo es sich um Opferungen auch geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, und natürlich ist der James Dean für die Medienagenda geopfert worden. Es gibt ja keine Zufälle, aber natürlich ist er natürlich hochstilisiert worden. Das heißt, er war ja letzten Endes dann jemand, der, ne, dieses Idol für immer spielt. Der kann sich ja nicht mehr wehren dagegen. Also unglaublich, oder? Die ganze Verbindung. Und Die auch. Liz Sheridan hier auf diesem Foto, die sieht aus wie Mrs. Ogmonic von Alf. Die ist jetzt auch jetzt hier nicht unbedingt zufällig drin, weil sie natürlich jetzt hier auch eine Aussage über den James Dean trifft. Ne? Sie sagt hier, Dizzy, ne, also Liz, ne, Dizzy Sherrington sagt hier, die Dinge, die er liest, waren eine Art Personifizierung über ihn. Und wie auch immer, also ihr könnt unendlich da reingehen in die ganze Geschichte mit James Dean, aber wenn ihr dann schon wisst, Samson DeBrea, James Dean, Kenneth Anger, dann ist die Sache eigentlich jetzt schon sonnenklar, in welchen Zirkeln der Herr James Dean unter anderem war. Und es wäre auch unnatürlich, wenn dem nicht so ist. Und deswegen mache ich auch keine Künstler mehr, weil die alle denselben Zirkel sind. Ansonsten wären sie nicht reich und oder berühmt. Ne? Dean hat wohl angeblich gesagt zu der Hopper hier und so weiter: du musst offen bleiben für diese Geister. Ja? Und deswegen hat angeblich der Dean daran geglaubt, dass andere Geister ihn dann besitzen, währenddessen er dann eben Schauspieler hat. Ne? Er sagt also dann zwei Menschen in einer Haut. Ja, genau wie Angus Young, der sagt, dass auch jemand übernimmt, wenn er auf der Bühne ist und auftritt für AC/DC, ne? Ja. Ja, und auf der nächsten Seite habt ihr jetzt hier mal ein Bild, da habt ihr dann noch Text dabei. Ne? Samson DeBrea, hier steht auch drin: Everyone from James Dean to Marlon Brando was believed to have spent time and und so weiter und so fort. Ne? Und der Herr Anger, der Kenneth Anger, der hat sogar genau den Film Inauguration of the Pleasure Dome in seinem Haus aufgenommen. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist doch sowas von offensichtlich alles.
So, der Herr Böhmen hat auch damit zu tun. Ein Mitglied der Beat Generation, der wahrscheinlich auch mal Marihuana-Zigaretten geraucht hat und so weiter. Und wo kommt der jetzt her? Ach, der kommt her beispielsweise, weil der auf dem Cover ist vom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Genau da. Das ist doch alles dieselbe Soße. Ist doch egal, ob du jetzt nach England gehst oder nach USA gehst. In England ist eben London das Zentrum, in USA ist dann eben New York und Los Angeles das Zentrum. Ende aus. So. Und der Tosh Böhmen, also sein Sohn, vermute ich jetzt mal, der Tosh, sagt jetzt hier in einem Facebook-Eintrag sogar, James Dean und Dennis Hopper kamen dann eben mal vorbei in meinem Vaterstudio und so weiter und so fort. Und ja, die wurden dann eben enge Freunde und so weiter und so fort, ne? So, und unten und auf der nächsten Seite steht drauf, ne, Jimmy Est Wallace, also Wallace Böhme, der genau auf dem Cover drauf ist von Sgt. Pepper's, aber dann eben noch mal eine Fahrt mit ihm, also ein Ride mit ihm machen will und so weiter und so fort. Ne. Und dann hat er eben, ist er eben der Wallace hinten auf das Motorrad gestiegen, Jimmy ist vorne gefahren und er hat eben dann seine Hüfte gehalten und dann sind sie dann eben hochgefahren zum Sunset Boulevard und er war sehr, sehr schnell um die scharfen Kurven. Hier steht das schon wieder dabei, dasselbe. It was going pretty fast around the sharp curves. Was eben James Dean überrascht hat, ist, dass Wallace Böhmen eben in die Luft geschrien hat und so weiter, als wenn es jetzt hier so eine Vergnügungsfahrt wäre auf Coney Island. Das hat ihn dann sehr glücklich gemacht, denn er wollte immer in einer Position sein und so weiter, einen Moment mit jemandem verbringen, der eben den Moment genießt. Ja. Und dann sind sie zusammen holen gefahren, ausgehend zum Griffith Observatory, wo der Obelisk steht. Also da, wo genau die Szene in Rebel Without a Cause war, ne? Und ihr habt immer dieselben Leute. Ihr habt immer dieselben Leute zusammen. Ja? Und Kenneth Anger, mal ganz kurz da reinzugehen, bevor wir hier völlig den Halt verlieren mit allen möglichen Leuten. Wir sind ja eigentlich immer noch bei Wüterich und alles und James Dean. Ne? James Dean ist hier drin. Ne? Das sind alles die ganzen Freunde und Bekannte und die ganzen Sachen. Kenneth Anger war halt Mitglied von OTO, klar, logischerweise. Ne? Und eigentlich war ja Telemann, eigentlich war ja quasi so ein Folger von Crowley. Ja, und er hatte zwei einflussreiche Freunde. Erstmal Jean Cocteau, der eben dann wegen einer Opiumvergiftung drogenabhängig war und medizinisch behandelt worden ist und so weiter, bisexuell war und natürlich, also, die Leute leben natürlich auch nur einmal. Ne? Der war dann auch noch befreundet, der Kenneth Anger, mit Dr. Alfred Kinsey. Ne? Und die haben eben dann zusammengearbeitet bei seinem bahnbrechenden sexuellen Studien. Und er hat ihn dann für seine männliche Ausgabe dann interviewt und dann eben dann Überstunden gemacht und die haben dann 5 Stunden geredet und unter anderem hat er ihn dann masturbierend gefilmt. Muss man da noch irgendetwas zu wissen? Muss man da noch irgendetwas zu sagen? Mit welchen Leuten, welche Leute zusammen sind? Ja? Crowley, Anger, Samson DeBrea, Alfred Kinsey, James Dean. Sucht euch jemanden raus, ihr findet immer dieselben Verbindungen. Unten drunter steht, at this time he reconnected with the self-proclaimed Shamanen, Samson DeBrea, who had helped foster Anger's early interest in the occult by holding telemic ceremonies at his home. Wenn das stimmt. Aber gut. Na klar, was soll denn anders auch sonst halten? Er hat ja den Film da gemacht. Und dieser Film, Inauguration of the Pleasure Dome, geht zurück auf eine rituelle Idee von Aleister Crowley her, je nochmal. Natürlich ist das eine telemitische Zeremonie. Ist doch alles ganz simpel. Also, wenn man nach über 200 Folgen jetzt immer noch das alles für einen Zufall hält, da kannst du hier reingehen, wie du willst. Du siehst immer dieselben Leute. Wenn du weißt, du musst nur diese Connection haben mit Aleister Crowley. Und von Aleister Crowley geht alles hin und weg. Ja? Da geht es zu Jack Parsons, da geht es zu Ron Hubbard, da geht es zu Samson DeBrea, da geht es zu Kenneth Anger, da geht es zu Marjorie Cameron, da geht es zu den Beatles. Und so geht es immer weiter. Es geht immer vom Satanismus aus. Das muss jetzt mal klar sein. So, machen wir weiter. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Seiten, noch 20 Stück. Ob jetzt die eine Seite recht hat oder die andere, aber die Verbindung zu Samson DeBrea scheint aus mehreren Quellen belegt zu sein. Ne? Von der Ecke aus Jack Nicholson, von der Biografie und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dieser Film war 1954. Also genau da, wo James Dean Frühlingsluft geschnuppert hat. Und dann Los Angeles. Ist doch klar, in welchen Zirkel in Hollywood der da reingekommen und reingeführt worden ist. Nochmal, er hat für Warner Brothers gearbeitet. Warner Brothers ist Freimaurer. Der betet wen an? Lucifer. Als wenn der Jack Warner ein Niedriggrad-Freimaurer gewesen wäre. Ist doch völlig unlogisch. Ist doch völlig unlogisch.
Deswegen guckt euch das an. Natürlich lügen diese Menschen, auch wenn Kenneth Anger jetzt hier seine Bücher schreibt, hier Hollywood Babylon und all sowas. Der macht dann natürlich auch viel Geld mit und schreibt alle möglichen Dinge rein, die man nicht beweisen kann und so. Dean hat dann auch Schauspielunterricht bei Jeff Curry genommen, das ist auch so eine Figur. Kann man auch noch reingeben, aber da haben wir gar keine Zeit für. Und ob der jetzt von dämonischen Geistern besessen ist oder nicht, er hat selber gesagt, er macht sich offen und vor allen Dingen, was ist, wir können die Menschen an ihren Früchten erkennen. Und wenn ich doch jetzt einen Samson und Rhea erkenne an den Früchten wie Inauguration of the Pleasure Dome mit Kenneth Anger und da spielt dann ein Filmmacher mit, den James Dean unbedingt kennenlernen will, ja, dann ist doch klar, dann habt ihr doch die Früchte dieser ganzen Leute. Unten drunter steht was Interessantes, und zwar steht da drin, sein Co-Star Julie Harris, jetzt hier, das müsste East of Eden sein, sagte man auf ihn, Mensch, der war also wirklich unvorhersehbar und er war sehr, sehr verführerisch. Er hat Menschen manipuliert und er wusste, dass er das getan hat. Und sie hat ausgerechnet den Ausdruck benutzt, he was very beguiling. Wo kenne ich das denn her? And the Lord said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me. Die Schlange hat mich verführt. Genau. Der Regisseur Elia Kazan hat gesagt, dass seine Manipulationen so einflussreich wären, dass Frauen im Publikum begannen zu schreien, sobald James Dean auf dem Bildschirm erschien. Sie fanden den Film faszinierend. Ja, das haben wir doch, dasselbe haben wir ja auch bei den Beatles, wo die Leute dann geschrien haben im Stadion, im Shea Stadium, dass die also gar keine Musik mehr gehört haben, sondern alle Leute haben nur das Geschrei der ganzen Fans gesehen. James Dean wird zitiert, I was the sun in the universe. Also ich bin die Sonne um das Universum. Also zu Deutsch, es dreht sich alles um mich, weil ich glaube, dass dieser Mensch eher an eine heliozentrierte Welt geglaubt hat. Aber gut. Und es wird gesagt, er startet eben die Generation X. Er startete die ganze Generation, all die ganzen fiesen Lümmels, ne? Und ihm war klar, dass er Menschen also eben manipuliert hat. Und als man ihm dann eben gefragt hat, das steht da unten drunter, über Gott, hat er angeblich gesagt, es gibt keinen Gott, es gibt nur die Kunst und einen Komposer, der Creator, der Erzeuger eben dieser Sinfonie. Und er hat eben dann Christianity, also Christentum, da hat er eh keine Ahnung von gehabt, glaube ich, weil ansonsten hätte er nicht diesen Lebensweg eingeschlagen. Ne? Based on torture and blood and crucifixion. Ich glaube, da sind wir nicht im Christentum gelandet. Ne? Er hat gesagt, ich glaube an Freiheit und nicht an Gott. Ja, dasselbe hat auch der Aleister Crowley geglaubt. Deswegen haben die beiden sich dann auch richtig gut verstanden. Also nicht der Aleister Crowley, weil er da schon tot war, sondern jetzt hier der Samson Rhea und James Dean und die ganzen Leute. Weil die ganzen Schauspieler sind halt letzten Endes, die wollen halt nur sich selber darstellen. Die wollen sich selber dienen. Die wollen nicht in Gott dienen. Ja, und er hat eben dann auch wohl mit Leuten gesprochen, hat gesagt, also er hat dann also auch darüber geredet, dass er dann erhängt werde oder irgendwie erstickt und oder mit einer Guillotine endet und so weiter und so fort. Und er hat also sich auch mit dem Tod beschäftigt. Der Eindruck oder das Bild des Sarges seiner Mutter, mit dem wir nicht vergessen dürfen, wo er dann nach hunderte Meilen durch die Gegend geschickt worden ist oder zumindest in langer Zugreise auf die Gegend geschickt worden ist, die war in seinem Gehirn irgendwie verankert. Ne? Also diese ganze Geschichte mit Tod hat ihn dann begleitet. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem letzten Kapitel. I have a fairly adequate knowledge of satanic forces. Das ist in dem Kontext unten drunter berichtet von Vampire. Aber ich habe mir nochmal gesagt, nö, das ist in dem Kontext von Samson DeBrea. Und ich glaube nicht, dass er sich jetzt wirklich da umbringen wollte. Ich glaube nicht, dass er so einen großen Todeswunsch hatte. Das war eigentlich ein Racer, das war eigentlich ein Mensch, der die Adrenalinstoß brauchte. Das ist jetzt hier die Bedienungsanleitung für seine Katze, als er dann eben unterwegs war in seiner letzten finalen Reise nach Salinas. Sonst ist die Katze gut versorgt. So ist er geendet, zumindest was vom Auto übergeblieben ist. Man sieht, wie weit das Lenkrad auf dem Beifahrersitz jetzt hier schon gerückt worden ist. Also da hat er den Hauptimpact da mitgekriegt. Aber er lebt ja weiterhin. Er hat ja ein Unendlichkeitssymbol, Infinity Symbol da unten drunter. Ne? Und er hat damals angegeben mit seinem silbernen Porsche bei Alec Guinness und Grace Kelly. Das ist er zusammen mit Rock Hudson und Grace Kelly. Grace Kelly, da war doch was.
Auch jemand, der in einem Autounfall ums Leben gekommen ist, so wie James Dean und Rolf Wüterich, im Alter von 52, genau auf dieser Straße mit diesem, also nicht mit diesem, sondern mit einem anderen Auto, mit dem Rover. Auch wieder falsche Auto da reinkopiert, also jedes Mal. So, und da ging es also dann ganz steil bergab und die Stefanie, ihre Tochter, hat wohl überlebt. Viele Leute haben gesagt, nee, nee, die Stefanie ist gefahren. Die hat aber zu diesem Zeitpunkt, war die noch minderjährig. Und ich habe eine Webseite gefunden, die das auch sehr interessant darstellt, dass also zu dieser Zeit die berüchtigte P2, also Propaganda Duel-Loge, dann eben aufgedeckt worden ist, was eben dann den Zusammenbruch des italienischen, also zumindest nach außen hin, des italienischen Regierung dann halt da zusammen da eben ausgelöst hat. Und der Prinz René von Monaco wurde eben dann geoutet sozusagen als Vorsitzender. Und deswegen meinen einige, dass es sein könnte, dass eben Prinzessin Grace eben von René weggehen wollte und abhauen wollte, weil eben ihr Auto sie selber A gefahren hat, was wohl nicht der Regelstandard war, und B sie alle möglichen persönlichen Gegenstände mitgenommen hat, inklusive ihrer Tochter. Aber meinen kann man natürlich viel. Interessant ist, dass ihre lebenserhaltenden Systeme dann wohl ein paar Stunden später nach dem Crash wohl abgeschaltet worden sind und komischerweise auch dieses Auto dann direkt zusammengepresst worden ist und dann in eine tiefe Abteilung der mediterranen Ozeans oder mediterranen See dann eben dann versunken ist. So viel mal zu den ganzen Sachen. James Dean hatte nämlich gerade seinen 1955er Porsche gekauft und da hat er eben dann schon angegeben nach Alec Guinness und Grace Kelly, dass der Porsche eben 150 Meilen pro Stunde machen konnte, also 240. Und das stimmt natürlich jetzt auch wieder nicht, ne? Das haben wir ja vom Hans Hermann gehört, die Kiste schafft 210, 220, da sind wir so mal bei 130 Meilen pro Stunde ungefähr. Aber wie gesagt, es geht ja hier um Schauspieler, die erzählen natürlich immer viel. Und Grace Kelly ist ja auch dann gestorben. Also alles, was immer drumherum ist, ist immer ganz, ganz seltsam irgendwo. Ne? Und deswegen, also dieses Auto war ein Rennfahrzeug, hat eben nichts mit Knautschzone irgendetwas zu tun. Und genau, dieser Punkt, der unten drunter ist, der wird von kaum einem benannt. Ne? He didn't have an eye protection, just sunglasses. Ne? Also der Mann war stark kurzsichtig. Ne? Darf ich mal eben dran erinnern. Hat man in einer der ersten Folgen. Zusätzlich hatte der Rolf Wüterich seine Sonnenbrille gar nicht dabei. Also wenn der jetzt da gefahren sein sollte, hätten die Sonnenbrillen tauschen müssen. Aber James Dean war nach wie vor kurzsichtig. Ja, muss man doch mal eben bei erwähnen. Porsche Speedster hat nichts, was man wirklich eine Windschutzscheibe nennen kann. Ja, er hat jetzt einen Spider da. Das Nicht einen Ding, Speedster, aber das. Ja. ja, was habe ich dir jetzt gesagt? Du hast Habe ich Speedster das? gesagt, das ist das alte Auto. Ja, also das Auto, in dem er verunglückt ist, hatte nichts, was man wirklich eine Windschutzscheibe nennen kann. Das Ding war 97 cm hoch. Die Köpfe, wie wir auch an dem Foto gesehen haben, wo der Wüterich und der Dean da die Hände hochgerückt haben, nach dem Motto, wir werden siegen, dieses letzte Ja. Foto, was du erzählt hast, Ja. zeigt ganz deutlich, dass die Köpfe ganz klar da dem Fahrtwind ausgesetzt sind. Also ich habe früher Mofa gefahren und das ging so 30, 35 Kilometer pro Stunde. Wenn ich da im Sommer rumgefahren bin und ich hatte keinen Schutz um meine Augen, dann sind mir ständig irgendwelche Fliegen und sonstiger Dreck ins Auge geflogen. Wenn ich 120 Meilen in so einem Speedster fliege, dann kann mir kein Mensch erzählen, dass ich nicht irgendeinen Schutz um meine Augen haben muss. Ich kann doch gar nichts mehr sehen. Meine Augen sind sofort ausgetrocknet. Das ist unmöglich. Ja, James deswegen Dean durfte. ist kurzsichtig, hatte noch nicht mal eine Sonnenbrille auf. Solche Leute haben normalerweise Renngläser auf. Ich meine, wir haben, du hast hier den Stirling Moss da erwähnt, auch teilweise in dieser Sendung, den Formel-1-Fahrer. Stirling Moss, ne? Ja, Stirling Ja. Moss war es. Die hatten ja damals solche Brillen auf, die man heute so Ja. Taucherbrillen nennt oder sowas Ja, in der ja. Richtung. Weil, wenn man mit 200 Stundenkilometern dem Fahrtwind ausgesetzt ist, da kannst du deine Augen nicht aufhaben. Das siehst du nix. Nee. Und Und da wenn hier kommt jetzt noch steht, er was. hatte kein Augenschutz, nur Sonnenbrille, das heißt eben keine Rennbrille auf, die man aber aufsetzen müsste, sonst kann man überhaupt nichts sehen. Und du kannst Es noch so ein gibt. guter Pilot sein. Wenn du Ja, nichts sehen es gibt ja kannst, dann noch die kannst du nicht zweite. fahren. Es gibt ja noch die zweite Möglichkeit, die jetzt kommt. Ich Wir wollte nur haben mal doch darauf gelernt in der hinweisen. letzten Sendung, dass Rolf Wüterich so der Lakai gewesen ist von James Dean auf dieser Fahrt, der sich unten drunter unter die Windschutzscheibe ducken musste, um ihn während der Fahrt seine Zigaretten anzuzünden. Das heißt, um in diesem Auto schnell zu sein, egal ob du eine Brille an hast oder nicht, musst du dich ducken.
musst du dich unter die Windschutzscheibe ducken. Das heißt, du sitzt dann da in einer Froschhaltung, damit diese Kiste überhaupt so schnell wird und du nicht weggeworfen, weggeweht wirst von dem Fahrtwind. Was bedeutet das für die Übersichtlichkeit der Verkehrssituation für den James Dean? Der ist den Berg runtergekommen, hat den weißen Pontiac von weit gesehen. Ich denke, naja gut, dann hat er wahrscheinlich gebremst oder wie auch immer gesagt, ach komm, den packe ich noch. Und dann hat er erst den Gegenverkehr gesehen, weil er eh kaum was sehen konnte. Erstens hat er seine, war der kurzsichtig. Ich weiß also nicht, welche Brille der dabei hatte, ob der zwei umeinander anhatte oder wie auch immer. Und zum Zweiten mussten die sich, um überhaupt so schnell zu sein, ducken in dem Auto. Das heißt, die haben die ganze Situation überhaupt nicht überblicken können. Das ist ja das, was mich so wundert, dass sich da niemand mal jemand Gedanken drüber macht. Ja, das ist unglaublich, Jörg. Ich sitze hier drin und mache das amateurhaft und ich denke mich, und ich habe hier sicher Fehler drin bei Motorkritik, bei Christophorus, bei 1000 Artikeln. Ich denke mir, was machen die den ganzen Tag? Ich kann dir sagen, was die machen. Die dienen alle demselben System. Was meinst du denn, warum der Rolf Wüterich erzählt hat, der wäre eingeschlafen? Bei Tempo 160 auf einem waghalsigen Fahrmanöver ist der eingeschlafen? Das kannst du mir nicht erzählen. Bei dem Fahrtwind, für mich ist das eine Schutzbehauptung wahrscheinlich, damit ihn die Fans nicht nachher noch umbringen. Die hätten den gelyncht, wenn der gesagt hätte, dass der James Dean so ein Raser wäre. Die hätten den gelyncht bei dem Starkult, der nachher da aufgefahren worden ist. Die hätten den verfolgt und fertig gemacht. Und so hatte der Mann schon Angst um sein Leben genug. Und warum der jetzt diesen Unfall gehabt hat, da habe ich noch eine ganz andere Idee zu. Aber wir sind noch nicht durch. Wir haben schon gemerkt, dieser Porsche ist nicht unbedingt so das Auto, was man jetzt so fahren würde, wenn man schnell und sicher unterwegs sein möchte. Ne? Da war auf jeden Fall der Lance Hamilton und seinem 300 SL besser aufgehoben. Wobei dann trotzdem vielleicht auch so seine Flügeltüren dann auch mal so vielleicht noch ein kleines Sicherheitsproblem gewesen wäre. Aber ich glaube, die hatten immer so einen Hammer dabei, um da durch die Scheibe rauszukommen im Notfall. Aber ich habe auch nicht alles im Kopf jetzt. The Little Bastard gibt dir eine Einsicht in seine Gehirnwelt. Er war der Rebell und hat einen Little Bastard auch noch gefahren. Ja, deswegen, Bruce Kessel hat mehr oder weniger indirekt und in einem Vier-Augen-Gespräch auch direkt zugegeben, dass der ihn verfolgt hat. Ne? So, aber wir sind ja in der satanischen Medienagenda. Guckt euch das nächste Bild an, was da kommt. Das ist James Dean, ne? Das heißt, es muss ja einen Grund haben, warum der bis heute noch berühmt, beliebt, bekannt ist. Ja? War der jetzt ein Vorbild mit allem dem, was wir wissen? War der ein Vorbild mit seinem Lebensstil, mit seiner Raucherei, mit seinem waghalsigen Fahrstil und seinen ganzen anderen Geschichten, mit seinen illustren Bekanntschaften auch im satanischen Zirkel? War der jetzt ein Vorbild? Ich kenne jemanden, der sieht das ganz anders auf der nächsten Seite. James Dean und die Mutter Gottes. Was haben James Dean und Maria, die Mutter Gottes, gemeinsam? Diese Frage klärt ein Jesuit in seiner One-Minute-Homily zu Maria Himmelfahrt. Ich würde mal sagen, dieses Foto passt. Er sagt hier, James Deans wagte es, gegen ein innerlich leeres Formalsystem zu rebellieren und wurde zum Vorbild einer ganzen Generation. Also er sagt jetzt hier, wir reden von dem 21. Jahrhundert, er sagt, dass James Dean ein Vorbild einer ganzen Generation geworden ist und wir alle Vorbilder brauchen. Also im Prinzip macht er Werbung für James Dean. Maria ist für uns Christen ein großes Vorbild, denn sie wagte an das Unvorstellbare zu glauben, nämlich, dass Gott durch sie Mensch werden möchte. Also erstens möchte Gott nicht, sondern Gott ist Gott und kann, der fragt nicht. Und zum Zweiten ist es so, dass sie zwar der Geburtskanal gewesen ist, aber wir wissen ja, wie die katholische Kirche im Allgemeinen, die Jesuiten im Besonderen ja, den Wert auf Maria legen. Ne? Und jetzt sagt er auch noch hier, und heute zu Maria Himmelfahrt feiern wir, dass sich dieser Glaube erfüllt hat. Und wir wissen ja, dass die Himmelfahrt von Maria nicht in der Bibel steht. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenmischen mit der weiterführenden Einführung der ersten Folgen von Edward Bernays, der ein Mitglied dieser massiven jesuitischen Maschine gewesen ist, ein Onkel von Sigmund Freud, der ein meisterlicher jesuitischer Manipulator gewesen ist, der eben den Herrn Bernays auch beeinflusst hat und natürlich vice versa, dann könnten wir jetzt davon ausgehen, dass James Dean aus vielerlei Gründen immer noch heute so ein Standing oder so eine Reputation, so einen Status hat, den er hat.
Denn alles, was du von dem James Dean bis jetzt erfahren hast, von seinen Unfällen, von seinen Bekanntschaften, von seinem Rauchen, von seiner Schlaflosigkeit, ist ja absolut kein Vorbild. Außer du willst ein negatives Vorbild haben auf der nächsten Seite unten drunter, wo du siehst, dass er aus einem ganz normalen Elternhaus, wo seine Mutter früh gestorben ist, die Familie verloren hat und nachher nur noch der Kämpfer gewesen ist, der gegen alle möglichen Leute gekämpft hat. Das heißt, der Mann ist ein universelles Idol für Männer, für Frauen, für die Rebellion, für die Heranwachsenheit und die Rebellion, die Aggression gegen die Eltern, ein Paradigmuswechsel, dass man hier eben ganz neue Statussymbole und ganz neue Sachen hat, ja, für die Homosexualität, Bisexualität, LGBT, für alles, weil der Mann war ja alles, er hat ja alles ausprobiert, für Atheismus, also Starkult, Starruhm und so weiter und so fort, Jetzt Ruhm sagst du ja mit überhaupt. anderen Worten, dass James Dean ein Jesuit war, weil der will ja alles für alle sein. Er war einfach viel zu jung, um zu wissen, wer er überhaupt ist. Er hat die ganze Zeit nur geguckt, was er überhaupt machen will und hat dann nur zwei Sachen gefunden, wo er wirklich Spaß dran hat. Und das ist Schauspielerei und vor allen Dingen Rennen fahren. Nein, ich finde das interessant, dass du das so sagst. Er ist ein Idol für Männer, Frauen, Rebellion. Aufwachsen mit Rebellion gegen die Eltern, für eine Paradigmaveränderung, für Homosexualität, Bisexualität, LGBT, Atheismus und Starruhm, für Ruhm im Allgemeinen, für Zigaretten, für Porsche und schnelles Autofahren. Also alles für jeden. Und das ist genau das, was die Jesuiten sagen. Das heißt, die Jesuiten gebrauchen James Dean, um ihn ein Idol für jeden werden zu lassen. Jeder kann sich mit ihm identifizieren, egal welchen Hintergrund er hat. Das Und sagt der das Jesuit von Beno ja auch. bringt uns zusammen wieder auf die römisch-katholische Agenda des Ökumenismus, die sagt, lasst uns nie darüber sprechen, was uns trennt, sondern immer nur darüber, was uns zusammenbringt, was uns verbindet. Das ist alles, was die Menschen verbindet, das Idol für diese verschiedenen Dinge. Das heißt, jetzt gehe ich noch mal kurz auf das Bild zurück. Ich weiß nicht, ob du auch so drüber nachgedacht hast. James Dean wird da als Jesus dargestellt. Die Liz Taylor wird da als Maria. Maria dargestellt. Maria ist aber die Identifikation der römisch-katholischen Kirche, die von sich selbst, von ihrem Oberhaupt, dem Papst, behauptet, dass er Jesus Christus ist. Jetzt möchte ich aber mal eine Verbindung haben hier zur Religiosität, eine Verbindung haben zur römisch-katholischen Kirche. Wie sieht man denn das Bild mit James Dean, der seine Hände da über das Gewehr legt, das er auf dem Kreuz trägt, und die Elizabeth Taylor, die vor ihm kniet, wenn man die Bedeutungen dieses Bildes kennt? Aus der religiösen Sicht der römisch-katholischen, satanischen, idolatorischen Sonnenanbeterkirche. Man sagt doch im Deutschen, sie himmelt ihn an. Das ist doch das, was man sagt, oder? Sie himmelt ihn an. Er wird angehimmelt, er wird hochgehoben, er wird emporgehoben, er wird verehrt wie ein Gott. Das ist doch genau das Thema von James Dean. James Dean steht absolut für Egoismus, für Rebellion und für alles. Der steht eben nicht für die wirklichen konservativen oder für die biblischen Werte. Er steht nicht für Familie. Er steht für den Jesus Christus des New Age. Ja, er steht letzten Endes nur für tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Dafür steht er. Schnelle Autos, rauchen, trinken, Messerstechereien, Schlägereien, alles, was du dir vorstellen kannst, unangepasst sein, rumschreien. Dafür steht der. Genau das, was die Leute im Hintergrund wollten, wie die Jugend gegen die Eltern rebelliert, um die ganze Geschichte weiter voranzutreiben, was dann weitergelaufen ist mit Rock'n'Roll zu derselben Zeit, was kam, was dann weitergelaufen ist mit den Beatles, die sich dann auch so extrem verändert haben und so weiter und so fort. Und 1954, sogar zu seinen Zeiten, gab es schon satanische Filme, die waren natürlich noch etwas blumiger und nicht so explizit wie heute, klar. Aber immerhin, Kenneth Engers, Komischerweise Samson ist ja Gebrüder. 1955 auch genau 13 Jahre von 1968. Ja, aber weißt du, das Thema ist, er hat genau das vorgelebt, was letzten Endes dann die Statussymbole der Jugendlichen in den 50ern und 60ern gewesen ist. Sonst hätte es keine 68er-Generation gegeben, wenn es keine Vorbilder gegeben hätte wie Marlon Brando und James Dean.
Und deswegen sage ich ja, niemand möchte die Wahrheit wissen, weil die Wahrheit würde dann sagen, dass eine ganz große Gruppe von Menschen, nämlich inklusive wir, als wir jung waren, von einer ganz kleinen Gruppe der Elite gesteuert werden, die dann letzten Endes sagen, der kriegt einen Vertrag, der kriegt einen Schauspielvertrag und der kriegt einen Schauspielvertrag. Und einer der Strippen im Hintergrund ist garantiert jemand wie, nur mal jetzt um ein Beispiel zu nehmen, der nicht aus der Kirche kommt, aber dann auch wieder in der Kirche ist, weil er Freimaurer ist, Jack Warner. Das ist doch ganz offensichtlich. Ja. Er hat für einen Hochgrad, also Hochgrad kann ich jetzt nicht beweisen, aber er hat für einen Freimaurer gearbeitet. Diesem Freimaurer gehört eine der größten Filmfirmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was glaubt ihr denn, dass der im dritten Grad Master Mason ist? Und deswegen möchte bis heute niemand die Wahrheit wissen und die darf auch nicht gedruckt werden. Deswegen müssen alle möglichen Sachen jetzt hier, die ganzen müssen verschwinden. Die Zeugenaussagen werden nicht gehört, die Polizeiberichte werden nicht gelesen. Was gemacht werden ist, stopp mal eben bitte hier. Was gemacht werden soll, ist letzten Endes jetzt hier die Industrie, die möchte nicht, dass die Wahrheit nach außen kommt. Weil mit James Dean wird der viel Geld verdienen. Mit den ganzen Rummeln, mit den ganzen Libationalien, mit den ganzen Klamotten und so weiter und so fort. Die Fans möchten das auch nicht. Die haben jetzt schon, in der Situation hatten die schon einen Rolf Wüterich verfolgt, beschimpft, bedroht und sogar geschlagen, hat sein eigener Sohn gesagt. In der Situation schon, wenn die ganze Wahrheit gewusst hätten, die hätten den umbringen wollen, weil der irgendetwas gegen ihren Gott gesagt hat, gegen ihr Idol gesagt hat. So wie ich jetzt hier. Vielleicht wollen mich auch genug Leute umbringen. So, die Firma Porsche möchte das auch nicht. Die möchte auch nicht, dass man sagt, pass mal auf, also eure Autos sind unsicher. Da gehen die Türen auf. Die haben spindeldürre Reifen, die haben keine Knautschzone und die verleiten zum Rasen. Ich habe lange Jahre lang auch Porsche gefahren. Das sind keine Autos, die zum Langsamfahren veranlassen. Ist kein Citroën CX oder so. Also, Rolf Wüterich konnte gar nicht die Wahrheit sagen. Der ist so schon bedroht worden, der hatte schon psychische Zusammenbrüche und so weiter. Der Mann hat Traumata gehabt ohne Ende und hatte vorher schon einen Schädelbruch. Der konnte vielleicht nachher noch gut Auto fahren. Aber ansonsten hat er beim Thema James Dean rot gesehen. Der wird seine Chance gesehen haben, meiner Meinung nach, jetzt in den Vereinigten Staaten zu fahren, eventuell noch viel Geld dazu verdienen und dann endlich mal seine Ruhe zu haben, einmal zu erzählen und so weiter, seine Ruhe zu haben und dann vielleicht auch davor auch sein Trauma irgendwie dann in den Griff zu bekommen. Das weiß ich nicht. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, dass was Folgendes passiert. Wenn er hingeht und wenn er den Vertrag wegschickt, dann ist er ja nicht irgendjemand, der jetzt direkt Selbstmord begehen will. Also deswegen halte ich die Selbstmordtheorie für ein ziemlich makaber. Aber was ich interessant finde, ist Folgendes. Wenn er tatsächlich in dem Kegelclub gewesen ist und da ein paar Gläser Spirituosen getrunken hat, was sagt uns das? Wenn wir uns beispielsweise mal erinnern an die Geschichte mit The Winner Takes It All von ABBA, wo der Björn Ulvaeus gesagt hat, naja, ich habe mir eine Flasche Whisky hingestellt und habe da halt mich betrunken oder halt die Flasche da stehen gehabt und der ganze Text kam also dann zu mir wie automatisch. Was ist in Rolf Wüterich passiert, als er zu Hause oder als er auf dem Weg nach Hause gewesen ist und bei regennasser Straße mit seinem Auto, in seinem Auto gefahren ist und an James Dean gedacht hat und Spirituosen dran gedacht hat. Das heißt, er hatte eine spirituelle Empfängnisbereitschaft, sage ich jetzt mal. Hatte vielleicht irgendwelche Gedanken bekommen. Es ist einfach nur Spekulation, bitte. Ich kann es nicht beweisen. Ich war nicht dabei. Ich kann ihn auch nicht mehr fragen, auch mit seinem Sohn. Ich will jetzt überhaupt nicht despektierlich sein. Überhaupt nicht. Und vor allen Dingen nicht gegenüber seinem Sohn. Ja, überhaupt nicht gegen seinen Sohn. Sein Sohn hat natürlich auch zeitlebens damit zu tun. Wie? Ist ihr Vater etwa der? Also von daher, ne? Also da muss man immer ganz vorsichtig sein. Was ich mir vorstellen kann, ist Folgendes. Er hat niemandem etwas davon gesagt. Also er hat nicht damit angegeben. Ne? Also er hat es für sich behalten. Introvertierter Typ. Er hat dann Rotwein getrunken, ist nach Hause gefahren, es war regennasse Straße und so weiter, war mit seinem Auto unterwegs und hat sich dann ausgemalt, wie es dann sein ist, dass er nochmal dann in den USA an der Stelle gewesen ist, wo er mit James Dean gewesen ist. Und hatte dann Alkoholintus. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann irgendetwas in ihm geregt hat, dass er quasi sein Trauma mit voller Wucht, wenn man mal so sprechen will, zurückgekommen ist und dass er einen riesen Schrecken bekommen hat und Angst bekommen hat vor einer Situation, ja, dass er sagt, Mensch, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt bringe, da jetzt wieder an der Stelle zu sein und dann nachher verfolgen mich die Leute und ich weiß ja gar nicht, ich kann immer noch nicht die wirkliche Wahrheit sagen und wenn ich das dann sage, dann passiert dies und so weiter. Ich glaube, dass einiges passiert sein kann, was über Mord oder Selbstmord hinausgeht.
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Kann sich jeder seinen Reim drauf machen. Denn niemand möchte ja die Wahrheit wissen im nächsten Bild. Ne? Aktuelles Beispiel, Carrie Mullis. Er sagt, der Test sagt nicht aus, ob man krank ist oder ob man das, was gefunden wird, dir wirklich schaden würde. Das will aber niemand hören. Alles wird zensiert, alles wird dann halt in irgendeiner Art und Weise dann wieder, ne? Will keiner hören. Beispielsweise diese Dame da, die heißt MyLab, ja? Die hat dann gesagt, nee, also normalerweise bin ich für Meinungsfreiheit und so weiter, Meinungsvielfalt, aber nachdem ich ja da so einige Meinungen von sogenannten Fachleuten und so weiter gehört habe, bin ich dann nicht mehr. Und dann hat sie dann plötzlich mal so vor die Kamera gehustet und hat dann in diesem Husten oder mal genießt, hat dann Bhakti gesagt anstatt Hachi. Und dann ist also genau in diesem Bild oder diesem Moment ist also genau dieses Bild dann hier eingeblendet worden. Und diese Frau hat über 1 Million Zugriffe auf diesem Video. Und so werden dann die jungen Menschen manipuliert. Das ist Manipulation und das ist absolut schlechtester Stil. Das ist auch Manipulation. Hier seht ihr die ganzen Idole: Bogart, Marilyn Monroe, Elvis Presley, James Dean. Ja? Möchte keiner mit tauschen. Jetzt kommen wir zum letzten Bild und der letzten Seite. Wir werden nur manipuliert den ganzen Tag, vor allem von den Medien. Satanische Medienagenda. Jetzt kommen wir zum absolut letzten Bild. James Dean, ein unbestätigtes Zitat, heißt: Das Leben ist kurz, breche die Regeln, sie sind dazu gemacht worden, um gebrochen zu werden. Und der soll jetzt das Idol sein? Regeln, die gebrochen werden? Die linke Seite sagt: Halte die Menschheit unter 500 Millionen. Das ist das sogenannte erste Gebot. Links seht ihr die Georgia Guidestones, wenn man so will, die in dem Zeitalter der Vernunft, Age of Reason, so die modernen Gebote. Ne? Auch interessanterweise genau 10 an der Zahl. Also wenn man da jetzt an Zufall glaubt, ich glaube da nicht dran. Auf diesen Georgia Guidestones, die angeblich errichtet wurde von einem RC Christian, da könnte man an Roman Catholic Christian denken. Und wenn man auch seinen Namen nicht da preisgibt, hat das wohl auch seinen Grund. Da steht als erstes drin: Halte die Menschheit unter 500 Millionen im Fortwährenden Gleichgewicht mit der Natur. Wer gibt denn da die Befehle, wenn der Mensch sich schon gar nicht zu erkennen gibt? Ich meine, das Ding kostet ein paar Mark, ne? Oder ein paar Euro, die da stehen, oder ein paar Dollar. Das ist die linke Seite, die sagt eben: Halte die Menschheit unter 500 Millionen. Ein Gebot von irgendjemand im Namen der Vernunft. Aha. Rechts haben wir jetzt hier nur der Beispiel, krafthalber, eine Szene aus dem Film Die 10 Gebote. Wo, ich weiß, jetzt auch ein Schauspieler, was mir nicht leicht fällt, das hier zu zeigen, aber wir haben halt keine andere Möglichkeit, als jetzt das mal so gegenüberzustellen, wo eben dann jemand 2 Steintafeln vom Berg geholt hat, da wo Gott zu ihm gesprochen hat, und dieser Mensch halt eben dann auch 10 Gebote empfängt. Und da steht eben nicht, dass man also jetzt irgendwie ne, die Menschheit irgendwo drunter halten muss, denn da steht beispielsweise in einem Gebot, wird da gesagt, du sollst nicht töten. Das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt ein sogenannter Unfall ist oder ob es jetzt ein Freitod ist oder ob es jetzt ein vorsätzlicher Tod ist oder ein fahrlässiger Tod ist oder ob es ein falsches Medikament wäre. Aber Gott sagt eben nicht, dass wir die Menschheit unter 500 Millionen halten wollen, sondern Gott sagt zu Noah, nach der Sintflut ganz etwas anderes. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Wir haben auf dieser Welt 2 Linien, die Linie des Kain und die Linie des Abels. Und wir haben Gut und Böse, solange diese Welt hier existiert. Und deswegen steht unten drunter als letztes Bild: Die Grenzen des Wachstums von The Club of Rome. Dieses Buch oder diese Prämisse kann nur satanisch sein, weil es gegen das Buch und gegen den Befehl von Gott geht. Also kann sich jeder, der sich mit Medien beschäftigt, sich überlegen, wenn diese Medien satanisch kontrolliert sind, bekomme ich da die Wahrheit oder bekomme ich die Lüge? Denn Satan ist der Vater der Lügen. Links habt ihr jemand, der mit einem Zangengriff sozusagen, mit einer Schieblehre, da den Erdball im Griff hat.
Eine sehr verrostete Schieblehre im Übrigen. Und rechts habt ihr das, was seit Urzeiten auf dieser Welt von Anbeginn ist, dass der Mensch als kleines, unbedarftes, unbekümmertes und schutzloses Wesen auf die Welt kommt, dann halt groß wird, eventuell Nachwuchs in die Welt zeugt und dann halt nachher alt wird und sich dann auch wieder dann um die Kinder kümmert und die Jungen kümmern sich um die Alten und die Alten kümmern sich um die Jungen. Das ist wirkliches Christentum, wenn man sich um andere Menschen kümmert und eben keine Distanz zu anderen Menschen aufbaut, sondern sich um jemanden kümmert, jemanden an die Hand nimmt und jemanden durchs Leben begleitet. Und so wie hier der etwa ältere Mensch, der dargestellt wird mit grauem Haar, was eine Zierde ist, und mit Spazierstock dargestellt wird, der einem jungen Menschen über den Weg geleitet, so haben wir euch auch hoffentlich über euren Weg geleitet, dass ihr genau wisst, dass ihr den rechten Weg nehmt. Auch wenn in unserer Welt, wo alles umgedreht wird, natürlich der rechte Weg absolut, im wahrsten Sinne des Wortes, verteufelt wird. Ja, aber bleibt auf dem rechten Weg, dem rechten Pfad in die Gerechtigkeit mit dem Glauben an Jesus Christus, der diesen ganzen Spuk, auch dieser satanischen Medienagenda, irgendwann ein Ende bereitet. Und das ist verbrieft, versiegelt, niedergeschrieben und versprochen im heiligen Buch der Bibel. In Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Und das war's jetzt von und über James Dean. Lest eure Bibel. Maranatha.